Da ist OBS. Hallöchen, liebe YouTube-Zuschauer. Hier bin ich, Frau Simfinity. Und hier ist der YouTube-Chat. Ach mein Gott, der Twitch-Chat. Und wir haben uns versammelt, um endlich wieder Barbie Legacy zu spielen. Ich war ja im Urlaub, deswegen gab es eine Woche keine Barbie Legacy. Und hier sind wir wieder. Wir wurden gerade auch noch geraided. Das heißt, wir sind eine Menge Party-Peoples, die jetzt Bock auf Sims haben. Wir haben gerade noch Lorcana-Karten geöffnet und gequatscht. Deswegen steht da oben 2 Stunden 18. Aber heute ist alles ein bisschen anders hier. Genau, wenn ihr auch mal dabei sein wollt, kommt gern vorbei. twitch.tv/simfinity_nina. Da findet ihr mich und diese wunderbaren Leute im Chat. Die sind alle sehr lieb. Und ja, ich glaube, das war's. Jetzt gehen wir in einen kleinen Recap, weil wir natürlich uns jetzt erstmal wieder daran erinnern müssen, was nochmal vorletzte Woche passiert ist, weil das ja jetzt wirklich schon lange, lange her ist. Und Abu, ich danke dir für 27 Monate auf Stufe 2. Das ist wirklich sehr lang. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Genau. So, dann düse ich euch jetzt hier wieder rüber. Also, falls ihr es schon wieder vergessen habt, das ist unsere wunderbare Chelsea. Und Chelsea ist an der Uni in der zweiten Generation, ach, in dem zweiten Semester. Wir haben im letzten Part das erste Semester abgeschlossen. Ich habe ja eine Mod installiert, womit man nur 8 Notenpunkte braucht. Das heißt, wir werden jetzt noch dieses Semester spielen und dann sind wir schon fertig, hoffentlich, wenn wir alle Kurse bestehen sollten. Wir haben einen Notendurchschnitt von 1-, was fantastisch ist. Und ich glaube, wir haben auch schon ein paar Sachen nicht vorbereitet. Ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass wir schon was vorbereitet haben. Aber unsere letzte Maßnahme war im letzten Part, dass wir in dieses wunderbare Wohnheim gezogen sind. Denn wir haben ja unser erstes Semester in diesem Wohnheim da drüben gewohnt. Und das war absolut nicht Chelseas Vorstellungen sprechen. Also das war absolut nicht ihr Standard. Nun sind wir in diesem wunderbaren Wohnheim und das sieht ja wohl mal viel schöner aus. Ich glaube, wir haben uns dieses Bett gesaved. Yes, habe ich richtig im Kopf. Das heißt, wir haben jetzt sogar ein Einzelzimmer mit einem Badezimmer, was super, super cool ist. Aber generell ist dieses Wohnheim auch einfach mega schön. Wir haben eine Save-File auch installiert, deswegen sind die Wohnheime so cool. Und Korb, hallöchen, herzlich willkommen hier. Abu, wir haben dich eben gezogen. Ja, stimmt. Nur ohne Haar. Aber wir haben eben... Warte. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich muss ihn jetzt finden. War das nicht eine Aktion? Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich muss ihn jetzt finden. Aladdin, Jafar, Bran, Mikas. Sag mal, was macht ihr denn da jetzt? Ich muss... Ah, ich bin sofort da. Sofort. Sofort. Hä? Ich habe Abu verloren. Achso, da ist noch ein Stapel. Och nö. Och nö. Also erstmal Lena. Vielen Dank für die 2 Monate. Und wer Satta? Dankeschön für deinen Prime-Sub. Gerade hierher geflattert und jetzt direkt den Prime Sub hier gelassen. Vielen, vielen Dank. Also vielleicht erschreckst du dich jetzt vor den ganzen Raketen, aber wenn jemand hier ein neues Sub, dann gibt es immer einen Raketenmodus, weil wir sind hier im Simfinity-Universum und dann muss man halt hoch. Deswegen, herzlich willkommen im Universum. Halt dich gut fest, schnall dich gut an und dann geht's ab ins Universum. Ich danke dir von ganzem Herzen für deinen Prime Sub. Und jetzt muss ich ganz schnell... Aha! Abu raussuchen. Guckt. Es ist Abu und er hat ein Schwert. Ja, extra für Abu. So. Jetzt können wir aber spielen. Einfach Resubtrain. Ach man, Leute, ihr seid aber auch wild, ne? So, ich hoffe, ihr seid ready. Ich bin's auf jeden Fall. Was war denn nochmal genau mit unserem Mr. Darcy hier oben? Mr. Darcy hat eine Freundin, hat sich herausgestellt. Und zwar die gute... Ach, wer war es denn von diesen ganzen Menschen? Weiß es noch jemand? Ich weiß gerade nicht mehr, wer nochmal... Ria war es, glaube ich, ne? Ich glaube, es war Ria. Das ist seine Freundin, also seine feste Freundin. Ihr seht aber, dass uns das nicht ganz so interessiert hat. Der Fall der Fälle ist auch, dass wir auch noch einen Freund haben. Adrian ist ja unser Kindheitsboy. Aber es ist ein bisschen schwierig. Es ist alles ein bisschen schwierig. Unsere Werte und Lebensvorstellungen sind einfach nicht mehr so die gleichen. Adrian hat noch nicht mal einen Job, auch keine
keine Zukunftsvision, also er geht auch nicht studieren oder irgendwas und das stört unsere Business-Maus natürlich sehr. Deswegen haben die sich jetzt schon ein paar Mal in die Haare gekriegt und ist natürlich nicht schön, aber sie betrügt ihn jetzt mit Darcy. Ich glaube, sie haben sich aber noch nicht geküsst, ne? Ich meine, die hätten nur geflirtet. Darcy hat Chelsea aber schon mit zu seiner Familie genommen, die zufälligerweise in Chestnut Ridge wohnen und Pferde haben, weil wir ja gesagt haben, dass es voll süß wäre, wenn Chelsea so als Nebenhobby reiten würde. Und deswegen kennen wir schon die Pferde. Sie heißen Darling und Hades und ein Fohlen haben die auch noch, aber das habe ich, glaube ich, noch nicht kennengelernt. Genau, und auf Darling sind wir auch schon ausgeritten und es war einfach toll. Also es ist einfach schön. Vielleicht klappt es zwischen Darcy und Rhea nicht. Ja, also... Ups. Ja, und mit diesem Kiyoshi hat sie aus Versehen geflirtet. Also das war nicht meine Schuld. Das war ich nicht. Das andere nehme ich auf meine Kappe. Aber das war ich nicht. Da saß sie auf dem Balkon und hat sich auf einmal gedacht so, hey, wer bist du denn? Vielleicht hat sie zu tief ins Glas geschaut. Ich kann es euch nicht sagen. Genau. Aber das ist auf jeden Fall die Situation. Wir sind ja jetzt auch nicht mehr mit Darcy in einem Wohnheim. Darcy ist ja in einem anderen Wohnheim. Bis jetzt. Es kann natürlich sein, dass er jetzt auch noch hierher kommt. Beziehungsweise es kann natürlich auch sein, dass er schon fertig ist. Ne? Also, dass er schon fertig studiert hat. Wir haben Darling auch gar nicht im Wald stehen lassen. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest, Anna. Was? Also, wie bitte? Nee, nee, nee. Also, nein. ihr seht, das ist zwischen den beiden auch sehr, sehr süß. Er ist sozial unbeholfen. Und sie hat, also, ne, sie haben trotzdem gegenseitiges Verständnis. Darcy fühlt sich von Chelsea angenommen. Super süß. Gerade weil er auch materialistisch ist. Deswegen sind viele Frauen dann so, was ist das denn für ein Golddigger? Oder keine Ahnung. Aber Chelsea ist ja auch so. Sie will viel Geld verdienen. Ihr Bestreben ist es, dass sie unglaublich reich sein möchte. Deswegen passt es halt super gut. Ja. Das ist die Situation. Nur um nochmal ganz kurz alle abzuholen. So sieht's aus. Lilly Hallöchen und Fauli Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Bitte! Sagen wir da einmal kurz. Genau. Ja. Und jetzt sind wir hier angekommen. Morgen beginnt unser neues Semester. Wann müssen wir denn los? Um 8. Das ist sehr früh. Das bedeutet, wir sollten vielleicht jetzt noch die Hausaufgaben machen. Sarah, danke für die 25 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Für wer A sagt, das ist sehr witzig, dann machen wir einmal dafür die Hausarbeiten. Und vielleicht können wir ja schon mal in unser Schlafzimmer hier. Können wir nicht. Gut. Wo haben wir Platz, um unsere Präsentation zu machen? Im Flur. Ja, ich meine, sonst machen wir es halt einfach hier im Flur, ne? Könnt ihr ja so hinstellen, so ein bisschen seitlich. Dann kann man da vielleicht noch vorbei. Sonst müssen die halt da lang. Pech. So ist das halt. Inna, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Und Paco, willkommen zurück. Und Miss, mach's gut. Schön, dass du hier warst. Ach, toll. Ganz, ganz toll. So, wir haben die Forschen- und Debattierenfähigkeit erworben. Das ist doch auch eine schöne Sache. Irgendwie ist das voll leise. Oder ist das nur bei mir so? Wenn das gleich zu laut ist, dann sagt mir Bescheid, wenn Darcy... Ach, Darcy, sag ich schon. Chelsea uns jetzt gleich ins Ohr schreit. Also sie hat hier die ganze Zeit immer noch mit Schwarm plaudern. Allerdings ist das bei mir auch ein bisschen verbuggt mit dem Schwarm. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Von Sims aus, also diesen Schwarm, den die entwickeln können, da, das geht irgendwie nie wieder weg. Also, ja, I don't know. Mal schauen. Wir wollten sie doch noch in der Debattiergilde anmelden. Ja, nur das Problem ist, dass sie dann natürlich noch was hat, wo sie immer hin muss. Und wir müssen halt ein bisschen gucken, weil unsere Prio Nummer 1 ist natürlich, dass wir hier gut unseren Abschluss machen. Wegen Flynn in der Disney Legacy, der Nachname... Achso, der Nachname. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber jetzt finde ich es halt auch voll lustig, euch damit auf, also so zu ärgern, weil das ist so witzig, ne? Es ist ja wirklich typisch Nina. Ich spreche jeden Namen Englisch aus, ne? So Florian und so.
Und dann kommt ein Name, der Deutsches und Englisch ausgesprochen wird. Und dann sage ich so, Fitzherbert. Aber naja, so ist das, ne? So ist das halt. So ist das. Aber ich möchte nicht über ihn sprechen, weil dieser Mann treibt mich in den Wahnsinn. Ihr werdet sehen, was in den nächsten 2 Wochen in der Rapunzel Legacy alles passiert. Aber es ist einfach nur anstrengend. Also dieser Mann provoziert mich so sehr. Hallo, wer bist denn du? Eine ambitionierte junge Frau mit Nasenpiercing. Ich möchte mich mit dir vorstellen. Hallo. Das war sehr lustig. Auf wie viele von euch trifft das zu? Eine ambitionierte junge Frau mit Nasenpiercing? Einmal Hände hoch, bitte. Wer von euch ist eine ambitionierte junge Frau mit Nasenpiercing? Jomos, danke schön fürs Twitch-Baby auf Stufe 2. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir von Herzen. Guck mal, Blackhead, Never See the Stars, Fuchsbande, Nisi. Das finde ich ja ganz lustig. Guck mal, so viele ambitionierte junge Frauen mit Nasenpiercing. Das finde ich einfach nur schön. Ach, mein Gott. Sag mal, hast du Farbe bekommen im Urli oder wirkt das nur durchs Licht und Make-up? Also, ich meine, mir ist gerade sehr warm, aber ich glaube, so ein bisschen schon. Bisschen schon, ne? Vielleicht, wenn ich Glück habe. Josi, danke schön für die 5 Monate. Vielen, vielen Dank. Ach, mein Gott. Und Rena, hallöchen, herzlich willkommen. Achso, du hast auch hier gemacht. Noch eine ambitionierte junge Frau mit Nasenpiercing. Ach, schön. So, dann sagen wir ihr doch mal Hallo. Weil ich finde es auch cool, wenn wir so ein paar ambitionierte junge Frauen kennenlernen im Studium. Mit denen wir dann vielleicht, ne, Friends for Life werden. So. Dann fragen wir sie nämlich jetzt auch direkt mal, was sie denn studiert. Ich weiß noch nicht mehr wo. Leute, wie geht das nochmal? Nach Abschluss fragen, aber... Ach, die Sandri hat doch letztens von irgendeiner Mod geredet, wo man Sachen suchen kann. Aha, schon gefunden. Ah. Nasenpiercing seit 20 Jahren, bin 33. Das ist schon krass, wenn man sich überlegt, wie lange man die Piercings dann schon hat, ne? Ich habe mein Bauchnabelpiercing jetzt auch fast 15 Jahre. Schon krass. Okay, Chelsea hat erfahren, dass Itsuko das Hauptfach Physik belegt hat. Guck mal, das ist eine Frau nach unserem Geschmack. Ja, sie könnte mal ein Umstyling gebrauchen, ne? Aber wir können jetzt nicht schon wieder mit dem Umstyling reinstarten. Oder? Oder, Chat? Oder? Sie muss sich erst so beweisen. So ein kleines... Okay. Also ich finde es halt immer schön, dass ihr da auch so Bock drauf habt. Weil ich denke immer, beziehungsweise auf YouTube ist das halt immer so, wenn ich in meinen Let's Plays viel im Creative-Sim oder im Baumodus bin, dann kriege ich, also kann ich die Uhr danach stellen, dass Leute sich in den Kommentaren beschweren. Also es sind dann immer nur ein paar vereinzelte. Aber dass die Leute sich beschweren und sagen so, ja, ich hätte gern mehr Gameplay gesehen. Also lieb beschweren. Und deswegen denke ich immer, dass es im Stream auch so ist. Aber eigentlich macht das ja den Stream aus, dass man das halt im Stream machen kann. Wie oft habe ich jetzt Stream gesagt? Stream, 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 Stream. Stream, Stream, Stream. Die Leute beschweren sich doch sowieso. Stimmt. Also für viele Leute gibt es immer was zu meckern. Oh mein Gott, sie ist so ein hübscher Sim. Ach mein Gott. Lieb deine Umstylings, das freut mich. Lieb Umstylings und Baumodus, mega. Das freut mich sehr. Ja, man zweifelt halt schnell, also was heißt schnell, aber an manchen Tagen... Wo man, also an manchen Tagen beeinflusst ein sowas halt schneller. Da können 50 Kommentare stehen, die sagen, oh ja, Baumodus toll. Und eine Person schreibt, Baumodus kacke. Und du denkst ja, oh, alle sagen, Baumodus ist kacke. Es ist echt schade. Aber leider die Realität als Content Creator. Sie mag Pferde. Nee. Leute. Okay, also das ist der Beweis, Carrie, oder? Aber sie ist kein Werwolf, ne? Nee, sie mag das nur. Nathalie! Och, Mann, süß. Dankeschön für deinen Prime-Sub. Vielen, vielen Dank. Halt dich gut fest, schneide dich an und dann geht's ab ins Universum. Vielen, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Leute, meine Nase zieht sich zu. Ich habe schon wieder viel geredet.
Meine Skins nehmen leider immer so diesen asiatischen Touch weg. Obwohl ich finde, sie sieht so ein bisschen Native American aus, oder? So ganz kleines bisschen. Das würde ich halt gern beibehalten, aber meine Skins machen das immer weg. Drachenkori, Hallöchen. Ich denke mir halt, wenn ich mal was zu lang finde oder den Cast gerade nicht sehen will, es gibt mal ein paar Sekunden, das stimmt, ja. Voll. Voll, ne? Okay, seht ihr auch so. Ich bin da nur leider nicht so bewandert, wie man diese Merkmale behalten kann. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht, ich glaube, die verändern relativ stark. Ja, stimmt. Sie hat eher einen asiatischen Namen, aber ich finde, sie sieht so ein bisschen... Also ich fände das voll cool, mal so einen Native American Sim zu haben, weil ich versuche ja immer mehr Diversity in meine Let's Plays mit reinzubringen in mein Spiel. Aber ich bin halt unglaublich schlecht, das halt am Sim zu behalten, sag ich mal. Also ich bin halt sehr, sehr schlecht da drin, das umzusetzen. Meine Sims sehen ja auch alle gleich aus. deswegen fände ich es halt voll schön, mal einen Sim zu haben, der vielleicht so ein bisschen Native American... also seine Gene Native American hat. Weil dann könnten wir auch voll gerne den Namen ändern, wenn ihr Lust habt, weil sie wohnt eh alleine. Dann könnten wir auch einfach den Namen ändern. Und wenn ihr einen Namen habt, der halt so Native American ist, immer her damit. Ah, ich glaube, das clasht leider, ja. Das ist so schade, weil ich liebe diese Wimpern, aber die clashen immer mit dem Piercing. Warte, vielleicht auf der anderen Stufe? Aha! Oh mein Gott, sie ist so schön. Vielleicht der Ivanka-Skin. Welcher ist der Ivanka-Skin? Oder habe ich den gerade schon benutzt? Michelle, Hallöchen! Meine Sims sehen auch immer gleich aus. Ja, ich glaube, das ist einfach, ne, jeder hat immer so seinen Vibe. Auch an Dakota gedacht. Ist Dakota so... Also ich möchte das wirklich mal so ein bisschen reinbringen. Fände ich super cool. Also ihr könnt da gerne auch mal googeln, wenn ihr was Cooles habt. Bin ich blind? Entschuldigung, das möchte ich nicht mehr sagen. Ach da. Hab's gefunden. Hab's. Alona bedeutet Eiche süß. Mega schön. Lilly, danke für die 6 Monate und Fauli, danke für 2. Thank you. Okaya finde ich ist auch ein sehr, sehr schöner Name. Finde ich auch sehr, sehr schön. Wir können sie auch Kaya Dakota nennen. Wie fändet ihr das? Oder ist das nicht so? Wenn wir sie Kaya Dakota nennen? Klingt das Native American? Und habe ich ihren Native American Vibe noch ein bisschen beibehalten? Warte mal, ich guck mal kurz. Ich habe nämlich auch noch hier ein Overlay für die Augen, glaube ich, oder? Oder habe ich das nicht mehr? Ja, ich habe das, glaube ich, nicht mehr. Das finde ich tatsächlich manchmal hakt es am CC. Wenn man nicht explizit nach so Frisuren oder Skins oder so sucht, hat man oft diesen einen typischen Stil voll. Ja, finde bei Nightcrawler zum Beispiel auch. Ja, voll! Versteht ihr, was ich meine? Bei Nightcrawler zum Beispiel gibt es auch kaum so irgendwie andere Haarstrukturen oder sowas. Ist mir auch schon aufgefallen. Das war, fand ich in der Tiana Legacy so schwer, dann halt Haare zu finden, die zu den anderen oder den vorherigen Haaren passen, weil es so selten dann welche gibt. Winona bedeutet erstgeborene Tochter, das finde ich auch richtig süß. Richtig, richtig süß. Ging mein Sub durch? Nee, habe ich jetzt, also sehe ich nicht, aber aktualisiere mal deinen Stream. Und vielleicht kannst du es dann teilen. Aber ich danke dir auf jeden Fall. Ja, voll Blackhead. Bin ich voll bei dir. Finde ich auch. Das ist immer so... Also deswegen, ich finde, die Haare von Nightcrawler wiederholen sich jetzt auch so ein bisschen. Ich hoffe, dass da nochmal ein bisschen mehr Diversität reinkommt. Weil jetzt gerade, also ich zahle ja auch für die Patreon-Mitgliedschaft, aber jetzt gerade finde ich nicht, dass sich das so sehr noch lohnt. Ich meine, man kann das Rad nicht neu erfinden, aber dann finde ich halt, sollte man sich vielleicht ein bisschen auf was anderes noch konzentrieren, also andere Haarstrukturen oder so.
Aber ich habe ja irgendwo noch so ein Overlay, der so ein Monolied macht. Hier. Können wir mal gucken, ob er... Ach so, ach nee, das ist die gleiche Ebene. Habe ich das noch auf einer anderen Ebene, dass ich die Wimpern lassen kann? Nein, die sind so pretty. Warte, wie sieht das aus? Das, Thumbnail so. Komm bitte. Oh Mann. Ja, okay, dann müssen wir vielleicht doch andere Lashes benutzen. Schade, schade, Schokolade. Oh. Die vielleicht nicht. Ach so, ups, das war auch der Skin. Dakota bedeutet Freund, Verbündeter, schon süß. Oh mein Gott, das passt ja dann so gut. Ich finde es schade, dass Nightcrawler die neuen Frisuren nur noch hinter eine Paywall hat. Ja, das wurde mir auch schon berichtet. Das finde ich auch sehr, sehr schade. Also, ne, ich sage ja auch immer wieder, ich finde es auch nur fair, dass man dafür entlohnt wird. Aber es ist halt auch verboten. Also es ist halt von Seiten EA verboten, dass man das halt dauerhaft hinter eine Paywall macht. Warte mal, welchen Skin habe ich jetzt drauf? Wo ist der denn jetzt? Den. War das der? Hä, den wollte ich doch gar nicht drauf haben. Oder bin ich jetzt doof? Hatte ich nicht eben einen anderen Skin drauf? Das war doch nicht der Ivankas. Hä, bin ich... Ich bin verwirrt, Leute. Hä? Sehr verwirrt. Hä? War das nicht ein anderer Skin? Oder steht... Hä? Wenn ich dafür zahlen muss, mache ich es nicht. Wenn ich es aber kann, mache ich es viel lieber als Unterstützung voll. Das Einzige, wo ich das mal gemacht habe, ist bei animierten Posen, weil ich die für meine Intros brauchte. Und es hat mich so aufgeregt, weil es $15 gekostet hat. Ich fand es so übertrieben. Also klar, es ist viel Arbeit, aber da wurde man wirklich dazu gezwungen. Es war nicht mal so, dass da dann die Links verfügbar waren direkt danach, sondern die wurden einem dann zugeschickt per Privatnachricht. Da war da nochmal ein Passwort drauf und ich fand es einfach... So schlimm. Du hast einen anderen angetippt, ne? Ich bin so verwirrt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo der Ivanka-Skin ist. War das der Ivanka-Skin? Nee. Warum bin ich denn jetzt so verwirrt hier? Ach da! Nevermind. Warte mal, ich mach mal den oben weg. Ach so, den habe ich nicht genommen, weil der... Ah ja, never mind. Weil der zu sehr die Features weggemacht hat. Den finde ich passender. Auch wenn ich den auch dauernd benutze, ne? So, aber jetzt müssen wir nochmal wegen den Wimpern gucken. Also, dann nehmen wir die Wimpern auf dieser Ebene. Clasht das auch mit dem... Nee, das ist der Ring. Machen wir das mal kurz alles weg. Super. Aber diese Wimpern will ich doch nicht. So vielleicht? Finde ich eigentlich ganz hübsch. Ach nee, die finde ich noch schöner. Okay. Napa, Hallöchen. Da, 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 da. Aber auch einen Creator, wo ich gerne einen Monat Mitgliedschaft machen würde, aber bei den meisten Stufen bekommt man nur die letzten 3 Monate. Was? Das ist ja wirklich echt so dreist, finde ich. Schon krass. So,
So viel zum Thema wieder. Komm, wir machen schnelles Umstyling. So, aber jetzt möchte ich... Warte mal. Guck mal, wie crazy das mit den Wimpern ist. Ne? Vorher haben die viel mehr, also sahen die viel dramatischer aus. Aber das finde ich sehr cool. Das behält das Feature noch ein bisschen mehr bei. Nur dann können wir vielleicht noch mal... Wartet. Ui. Oh mein Gott, ist sie schön. Oh mein Gott, ich liebe es. Kasselinchen, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Sie erinnert mich an die eine auf TikTok, die diesen Kehlkopfgesang macht. Ich weiß genau, wen du meinst. Die hat, also sie hat vor kurzem ein Kind bekommen, ne? Oder? Ah ne, das war nochmal eine andere. Ich kenne zwei, die Content dazu machen. Ich finde das super interessant. Du meinst sie, die sich auch dieses Tattoo hat stechen lassen, ne? Dieses Gesichtstattoo. Wer kann schon schnell umstylen? Ich auf keinen Fall. Same. Same. So, dann würde ich sagen, passt das erstmal mit Dings. Dann machen wir mal eben die Augenbrauen. Hat dir vielleicht jemand eine gute Empfehlung für ein Gericht? Ich bin diese Woche dran mit Essen aussuchen. Orange Tofu. Das ist immer mein easy way to go. Es schmeckt einfach so gut. Oh mein Gott. Es wird immer schöner. Oh mein Gott. Ich finde generell, dass EA oder Sims uns im Moment allein lassen und, lässt und ausnutzt. Das Bistro-Geld kann man beispielsweise eigentlich nur nutzen, wenn man Zeit für Freunde hat. Das Restaurant-Pack. Ich hab das gar nicht. Ich hab das gar nicht. Mega hübsch, oder? Ich kann auch nicht mehr. Gerade vorhin gesehen, dass du nur 8 Degree Points brauchst in der Uni. Wie heißt die Mod? Die ist von Little Miss Sam. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber jemand im Chat bestimmt. Ich kann sie gern hochladen. Nur sie ist dann halt ohne das Custom Content, aber ihr könnt euch die ja dann so herrichten, wie ihr das möchtet. Ich stelle sie erst um und dann lade ich sie hoch, okay? So, ich glaube, das Piercing würde ich so ein bisschen... Ach, das ist sogar ein EA-Piercing. Möchte ich das? Ach, wir sind wieder bei kaltes Wetter. Wir gehen erstmal hier hin und gucken uns dann mal ganz kurz die Piercings an, die ich sonst noch habe. Was findet ihr besser? Sollen wir ihr lieber so eins geben, so Custom Content? Oder das von EA? Wäre das andere. Okay, ihr sagt alles easy. Okay. Wir könnten ihr auch zwei geben. Wir könnten ihr auch noch das... Ach nee, das ist auf der gleichen Ebene. Vielleicht, wenn wir... Ist das eine andere Ebene? Aber irgendwie sieht es doof aus, ne? Oh mein Gott, ich habe so viele Piercings. I'm a sweet baby. Ah, ich glaube, ich finde eins besser. Oder wir könnten hier auch auf beiden Seiten eins geben. Das geht ja auch. Achso, nee, das ist... Oh! Ah! Oh. Ich habe sogar Piercings, die woanders sitzen. Das ist ja wirklich... Ich habe alles! Hier sind die anderen... Ah ne, eins ist besser, ne? Ich finde eins besser. Jetzt wird es aber überambitioniert. Ja, also dann ist sie zu ambitioniert, ne? Aber wie, oh mein Gott, ich komme nicht klar. Also ich finde sie so toll. Ich finde sie richtig toll. Mach ein paar Ohrringchen. Braucht die gute. Man sieht sie nicht. Hör mal, das ist auch super, oder? Wen haben wir denn hier? Unsere potenzielle neue beste Freundin.
Was ist so der Vibe, Leute? Mein Gott, sie studiert einfach Physik. Was ist sie denn für eine super tolle Maus? Funktioniert die Mod auch noch, wenn mein Sim bereits am Studieren ist? Ja. Ich meine, dass ich das damals bei Kiana gemacht habe. Ich weiß nicht mehr, bei wem ich das gemacht habe. Aber auf jeden Fall konnte ich das im Nachhinein auch machen. Vielleicht noch ein bisschen was auf die Lippen. Ja, können wir gleich auf jeden Fall. Also Make-up können wir gleich noch machen. Aber lassen wir die Ohrringe jetzt dann so schlicht, ja, ne? Ich glaube, das passt ganz gut zu ihr. Aber Annie, stimmt, bei Annie habe ich das gemacht, ja. Stimmt. Chi, Hallöchen, schön, dass du da bist. Okay. Es gibt ja diesen Lippenstift, ne? Diesen hier. Ich glaube, das sieht schon sehr geil aus. Oh mein Gott, wenn das einem Sim jemals stand, dann ihr. Und das ist halt so ein bisschen dieses, wartet mal. Die haben nämlich immer solche, also nicht immer, sondern traditionell, haben die so Gesichtstattoos. Und ich finde, das sieht so ein bisschen so aus, oder? Also es erinnert sehr daran. Und das finde ich cool. Deswegen machen wir das. Das finde ich sehr, sehr cool. Melanie, danke schön. Vielen, vielen Dank. Habe auch noch nie einen Sim gesehen, den da steht. Same! Same! Ich habe auch noch nie... Also bei mir sah das auch immer komisch aus, aber ich finde, bei ihr sieht es einfach mega cool aus. Also es ist halt mal was anderes. Ich finde es cool. Okay, dann schauen wir jetzt mal ganz kurz... Warte, ich schaue mal kurz, ob sie noch einen Blush braucht. Ich glaube, das ist dann too much. Ich glaube, ich finde es besser ohne. Dunkelrot könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, ich glaube, das gibt's halt leider nicht in so... Kann man das dunkler machen? Ich weiß immer nicht, was... Was findet ihr besser? Rot oder schwarz? Ich finde schwarz irgendwie geil. Liebe Grüße auch von Littlemus, ihr seid ja süß. Okay, ich glaube, ihr sagt fast alle schwarz. Aber gerade hatte noch jemand, ich glaube, Beckett hat geschrieben, vielleicht, ob ich noch was von der Gesichtsbemalung habe. Ja, die von Batu. Aber ich glaube, das ist, also zu, das sieht nicht danach aus, was es eigentlich ist. Perfekt. Ja, mega. Nee, lassen wir so. Ich finde die Haare auch super süß. Leute, irgendwie bin ich im Moment ein bisschen auf Max's Match hängen geblieben. Ich bin ein bisschen hängen geblieben, Leute. Ich habe gestern auch einen Sim umgestylt. Und ich habe dem Sim Max's Match Haare gegeben. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, aber irgendwie kann ich dieses stark Reflektierende nicht mehr sehen. Ich weiß es nicht. Aber wir gucken natürlich trotzdem. Aber ich finde die Frisur super süß an ihr. Hm. Wer bist du? Was mit Nina passiert? Ich weiß es auch nicht. Guck mal, ihr macht schon alle Alarm. I love it. Oh, die könnte... Oh. Das ist halt ein anderer Vibe. Das ist dann schon ein ganz anderer Vibe. Oh, es tut mir echt leid. Mich freut das. Oh, Mann. Gab es nicht extra so Native American Haare von EA? Oh, das weiß ich nicht.
Also vielleicht lassen wir auch einfach die Haare, die sie hatte. Ich will ganz kurz nur ein bisschen gucken, was, wenn ich meine Haare auf sie draufklatsche. Aber seht ihr, irgendwie ist es direkt ganz anders. Ich weiß auch nicht, ich kann das irgendwie nicht mehr. Ich finde das mit den zwei Zöpfen schon cool. Auch mit diesem lockeren, das war irgendwie so ein guter Vibe für so eine Studentin. Oh mein Gott, okay, das sieht aber auch schön aus. Aber dadurch sieht sie halt viel jünger aus, finde ich. Irgendwie zerstören andere Haare ihren Vibe. Oh mein Gott, du hast es so gut zusammengefasst. Hallo Lukinator, guck mal, was für ein hübscher Sim. Ich freue mich sehr aufs Essen. Würdest du mal die Zöpfe testen, die es von EA gibt? Voll. Wenn ihr mir sagt, welche das sind, ist das Base Game, also war das ein kostenloses Update? Dankeschön für die 18 Monate. Vielen, vielen Dank. Also sonst lassen wir die erste, weil die war wirklich, wirklich schön. Die hat voll gut zu ihr gepasst. Basecamp. We've come a long way. Ich weiß nicht, was es sein könnte, also was ihr meinen könntet. Oder wurden mir jetzt nicht alle angezeigt? Recht weit oben waren die. Die hier? Aber dann finde ich die anderen besser. Oder? Stopp! Warte, ich guck noch auf dem Pferdepack. Pferderanch ist ein gutes Ranch. Da hätten wir halt noch die, finde ich auch super schön, aber ich finde trotzdem immer noch die, die wir als erstes hatten am besten. Also die sie ursprünglich hatte. Oder? Okay, sagt ihr eigentlich auch fast alle. Ich weiß natürlich nicht, von welchem Dings sie war, deswegen muss ich jetzt alles zurückdrücken. Ronius, danke für die 33 Monate. Vielen, vielen Dank. Okay, ihr sagt das auch alle. So, zurück. Da sind sie. Ja, die sehen auch einfach gut aus. Von was sind die denn? Ah. Zu vermieten. Oi. Ah ja, guck mal, ihr wisst es natürlich auch. Okay. Dann gehen wir in... Oh, sie ist ein Hitzkopf. Das passt ja auch gut zu Chelsea. Sie ist doch auch ein Hitzkopf, oder? Oder ist sie gemein? Also sie haben auf jeden Fall... Ja, passen so gut zusammen. Ich sehe ihren Stil so ein bisschen so förmlich. Wie so eine... Warte. Ich guck mal kurz, ob ich den Vibe auf Pinterest bestimmen kann. Och, jetzt warum bin ich denn hier nicht angemeldet? Physician? Student. Heißt das so? Heißt Physician auch Physik? Weil es heißt doch auch irgendwie irgendwas mit Medizin, ja. Was heißt denn Physik auf Englisch? Physics, stimmt. Physics Student. Ästhetik.
finde es auch toll, dass es alles auf Dings gibt, ne? Auf Pinterest. Toll. This is the vibe. Das war einfach so ein bisschen Dark Academia. Ihr wisst. I love it. Nee, finde ich so ein bisschen ist der Vibe, oder? Ist auch sehr schick. Aber ich glaube, ich würde lieber so ein bisschen braun. Ich glaube, damit sieht sie mir ein bisschen zu. Oder so. Das finde ich nicht schlecht. Aber ich mag die Farbe nicht. Ich hätte gern dunkles Braun. Oder der hier. Ist auch süß. Gibt's noch einen Rolli? Oder der? Da sind dann diese Blumen drauf. Da finde ich jetzt nicht so passend. Pinterest ist Lifesaver. True. Oh, die Idee können wir... Oh, das ist auch wieder... Dann sieht sie auch wieder so sehr erwachsen aus, ne? Oder so. Ah, das sieht ein bisschen so sackig aus. Das ist natürlich auch schön. Oder das? Das ist süß. Vielleicht mit so einer High-Waist? Oh, ich gucke auf TikTok voll gerne diese Videos. Also ich gucke ja eigentlich nicht so viel Sims-Content, aber es gibt immer so Videos, wo sich dann schöne Sachen hinter hässlichen Swatches verstecken. Gibt im Geisterpack so ein Kleid mit Lederweste. Das können wir uns auch gleich nochmal angucken. Hemdkragen und Rollkragen schreien Dark Academy. Ja. True. Vielleicht... Die Schuhe passen besonders gut dazu. Nee, irgendwie... Das ist nicht der Vibe. Warte mal, das Geisterpack. Meinst du das natürliche Übertraum... Wie heißt es? Phänomene-Ding? Paranormale Phänomene? Ah, das hier meinst du. Da ist mir der Ausschnitt zu weit. Hätte die perfekten Schuhe für sie, Booties mit Wildlederfransen. So weit sind wir noch nicht. Bitte eine Sekunde. Vielleicht... Natürliche Übertraumphänomene. Ja, guck mal, ich könnte das auch gut machen, ne? Klingt auch fast wie lukrative Hobbyküche. Ich finde den ersten Swatch so schön voll. Also es ist auch ein super schönes Kleid. Aber ich finde, das ist jetzt... Also es passt zu ihr halt nicht ganz so gut. Das würde natürlich ganz gut passen. Das hatte Annie auch an, glaube ich. Vielleicht das dann mit der tollen Hose. Ihr wisst schon. Von Einrichtungs-Dönksi-Dengsi. Traumhaftes Innendesign. Oh, oder warte mal, die auch sehr hübsch, ne? Wäre halt mal was anderes, finde ich. Ich finde das irgendwie auch mit dem Muster cool. Sie ist ja keine Fashion-Icon, sondern sie ist halt so eine gemütliche Maus. Die gibt es mit Sonnenblumen. Guck mal, das meine ich. Sowas habe ich. Das ist ja die perfekte Hose für Ray. Die Hose braucht Ray. Aber ich finde das irgendwie auch mit dem. Ich finde das irgendwie. Also, es passt jetzt nicht. Also, ne, wisst ihr, was ich meine? Zu 100% so zusammen, sondern es ist halt so. Es, ja, da zieht die jetzt an. So, einmal die Schuhe bitte.
finde, dass die Anrufe mit dem Jobangebot viel zu oft kommen. Ja, voll, Wiebke. Stimme ich dir total zu. Das war doch bei, ich weiß nicht mehr, ob es bei Annie so krass war. Bei irgendeinem Sim war das doch so krass, dass sie dauernd Angebote bekommen haben. Ich habe veganes Met. Geil. Ja, stimmt, bei JD war das auch so. Lea, hallöchen. Mm. Ah. Stimmt, bei Barbie war das auch so viel. Da wollten die auch alle haben. Ich finde die Füße bei Sims irgendwie ganz schlimm. Warum sind die so schmal? Und das finde ich irgendwie passend. Ah. Hm. Mhm. Top. Geben wir ihr da auch noch den Lippenstift? Hier auch. Hier auch. Achso, und die Piercings müssen wir ja auch noch überall geben. Hm. Kannst die Füße aber anpassen, aber doch nur die Größe, oder? Ja, doch. Die werden auch größer dann. Weil ich finde, wenn ich die jetzt, also so würde ich die lassen, aber so sind die mir halt jetzt viel zu lang. Wisst ihr? Wir machen kurz das Piercing überall hin. Welches hat sie? Bin wieder zurück vom Gym. Ich sag nur so viel Beine. RIP. Aber wie war's denn? Um vielleicht auch mal ein bisschen Mut zu machen. Mhm. Ach ja, stimmt. Das wollte ich eben noch auf Instagram posten. Dann habe ich dann doch nicht gemacht. Ich habe so sogar einen Screenshot gemacht. Wir haben die 280.000 Abonnenten erreicht auf YouTube. Guckt hier, habe ich sogar einen Screenshot gemacht. 280.000. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Hm. Dankeschön. Ihr seid Süßmäuse. Schon verrückt, wenn man sich das vorstellt, wie viele Menschen da sind. Und ich finde es immer wieder krass, wie viele da wirklich immer noch dazukommen. Also, ich habe wirklich... Hier ein bisschen Overload gewesen, ne? Also ich habe im Monat einen Zuwachs von Durchschnitt, also es ist eigentlich immer fast gleich, 1000 Abonnenten. Und das finde ich so krass. Also es ist natürlich jetzt kein crazy Wachstum. Und viele deabonnieren natürlich auch in der Zeit, weil sie meine Videos einfach nicht mehr schauen. Aber ich finde das so, so krass, dass trotzdem jeden Monat 1000 neue Menschen dazu finden. Und vor allem in dieser Zeit jetzt, weil ich abonniere nie jemanden. Ich gucke halt die Videos, die auf meiner Explore-Page sind, die gucke ich mir an. Aber ich abonniere halt nie jemanden, obwohl ich ja weiß, dass es eigentlich gut ist. Und ich vergesse es halt aber immer. Deswegen ehrt mich das sehr. Bin jetzt auch gleich fertig mit Essen, ne?
Nee. So. Hab's jetzt. Sunsims, danke schön für die 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Ich hab doch gerade irgendwie... Da, Mini, hallo! Und vielen, vielen Dank. Und Plinfax, danke schön. Hallöchen, schön, dass du da bist. Hab dich auch vor einem Monat entdeckt. Seitdem suchte ich regelrecht deine Videos. Das ehrt mich wirklich so sehr, weil... Also ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, aber ich mache das schon seit 10 Jahren. Also Simfinity wird dieses Jahr 10. Und das ist halt so crazy, dass da halt wirklich immer wieder neue Leute dazukommen und ja, dass ihr halt auch alle so geblieben seid. Und das habe ich ja schon oft gesagt, ist halt einfach auch eine sehr, sehr besondere Sache, weil viele Content-Creator haben halt einen Hype oder eine Hochzeit, sage ich mal, und danach flacht das halt so ab und dann müssen sie sehr darum kämpfen, dass sie halt noch relevant bleiben, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich habe halt so meine Grundbasis, so meine tolle, super, wunderbare Community, die halt an meiner Seite ist, egal was kommt und meine Videos gern schaut und alles so unterstützt, was ich mache. Und das finde ich halt einfach super, super cool und da bin ich so, so dankbar für, dass ich das halt schon so lange machen darf und ja jetzt auch schon seit 5 Jahren dieses Jahr selbstständig, also hauptberuflich. Das ist einfach verrückt. Bin ich sehr, sehr dankbar für. Uiuiuiui. Okay, das ist ihre formelle Kleidung. Die Schuhe dürfen auch bleiben. Finde ich super. Wir machen da jetzt auch kein Halteteil, also kein noch größeres Halteteil. Sie ist eine Reitmaus, deswegen darf sie da auch ein Reiteroutfit anhaben. Ja, ist wirklich krass, ne? 10 Jahre. Das ist wirklich eine ganz, ganz lange Zeit. Ich gucke deine Videos, seit ich noch nicht mal ein eigenes Handy haben darf. Ja, und das finde ich auch voll crazy, wie, also wie viele ich auch beim Erwachsenwerden begleiten durfte. Das ist einfach nur verrückt. Also ist einfach schön. Warte mal, ich glaube, wir nehmen diese Custom-Content-Stiefel. Ich habe doch irgendwo... Hier. Aber eigentlich will ich nicht so spitze. Habe ich nicht noch andere? Oder gab es welche von... Ah, hier. Jule, hallöchen, herzlich willkommen. Ist jetzt schon 5 Jahre her, ich kann mich genau dran erinnern, ja. Im Mai 2019 habe ich gekündigt und ab August 2019 war ich dann selbstständig. Krass, ne? Aber ich kann es mir halt auch gar nicht mehr vorstellen, also... Ich bin in so einer privilegierten Situation, dass ich halt, also ihr supportet meine Sachen so sehr, dass ich halt noch nie mit dem Gedanken spielen musste, ob ich halt mir noch wieder einen geregelten Job suche quasi. Also ich durfte das immer stabil in Vollzeit machen. Also es war nie so, dass ich halt dachte, so mir Sorgen drum machen musste, soll ich mir doch wieder einen geregelten Job suchen, damit ich ein festes Einkommen habe oder so, sondern es war der Support war einfach so konstant toll da, dass ich mir darum nie Sorgen machen musste. Und da bin ich echt mega, mega dankbar für. Das ist wirklich ein sehr, sehr großes Privileg. Mein erstes Video von dir habe ich vor 8 Jahren gesehen. Ach mein Gott, das ist wirklich so, so lang. Also ich, ja, wie gesagt, für mich ist es einfach sehr, sehr faszinierend, weil... Ich kenne Content Creator auch schon so lange, aber ich verfolge die dann halt nicht aktiv. Und dass so viele halt wirklich konstant über die Zeit an meiner Seite geblieben sind, das ist halt wirklich verrückt für mich. Und Super Pony, hallöchen, schön, dass du da bist. Und Roro, hallöchen, herzlich willkommen. Wir stylen gerade eine potenzielle beste Freundin für Chelsea um und haben dafür jetzt schon wieder eine Stunde gebraucht. Aber der Chat hat gesagt, ja, und ich habe auch gesagt, ja, und dann war ja. So, was hat sie für eine Partykleidung? Vielleicht sowas? Gibt es das in so einem
Nee. Ist mir zu hell. Ach Mann. Das ist einfach nur schön. Zusel, danke schön für 45 Monate schon. Vielen, vielen Dank. Und Goldlion, hallöchen, herzlich willkommen hier. Ja, ich danke euch wirklich von Herzen, dass ihr schon so lange dabei seid. Das ist wirklich ein sehr, sehr großes Privileg. Also ich glaube, euch ist das auch gar nicht bewusst, wie wertvoll das ist, was ihr hier immer macht. Also ich glaube, das kann man nur aus Creator-Sicht beurteilen, dass das wirklich unfassbar besonders ist. Nicht nur dieser stetige Support, sondern zum Beispiel auch, was sehr, sehr, sehr besonders und sehr einzigartig ist, dass ich eine Frau im Gaming-Bereich bin, die 95% weibliche Zuschauer hat. Das ist so besonders. Das gibt es eigentlich fast nirgendwo. Und viele Firmen wünschen sich halt immer mehr weibliche, also die weibliche Zielgruppe. Weil die Frauen halt einfach mehr kaufen. Ist halt einfach ein Fakt. Aber alleine deswegen ist das schon etwas ganz, ganz Besonderes hier. Was ich natürlich nicht ausnutze, was ihr auch hoffentlich wisst. Aber ist einfach sehr besonders. Muss man dann auch einfach mal so sagen. Hab vorgestern das allererste Mal ein Video von dir angeschaut. Jetzt kann ich nicht mehr aufhören, deine Videos zu gucken. Jetzt dachte ich, ich schau mal hier vorbei. Alessa, hallöchen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ach Mann. Ja, und das ist auch voll krass. Also, was Nadira gerade schreibt, ist immer schön, nach einem schlechten Tag deine Videos oder deinen Stream zu schauen, ist einfach so ein Safe Space. Erstmal vielen Dank dafür. Es bedeutet mir so krass viel, dass ich aus dem Urlaub wiederkomme und Leute schreiben, es ist so schön, dass du wieder da bist. Oh, ich freue mich so, dass du wieder da bist. Das ist so verrückt und man halt merkt, dass sie es wirklich meinen. Dass es nicht einfach nur eine Floskel ist, sondern dass sie das wirklich meinen, dass sie froh sind, dass ich wieder da bin, dass ich wieder streame. Und das ist so unfassbar schön. Also man kann sich das wirklich nicht vorstellen, wie schön das ist, wenn man nicht Creator ist, glaube ich. Also das ist so ein verrücktes Gefühl. Und das halt auch wirklich lesen zu können, dass es wirklich ernst gemeint ist. Da bin ich ja einer der 5%, wirklich. Also ich habe eine ganz, ganz mini geringe Menge an männlichen Zuschauern. Also ihr seid einmal was Besonderes. Ich gebe ihr da nochmal die Ohrringe zu. Ja, das muss ich einfach immer wieder sagen, wie toll das ist, weil das ist einfach wirklich toll. Ich fühle mich in Streams von Frauen, in denen so viele geiernde und unhöfliche Männer im Chat sind, auch gar nicht wohl. Und das ist auch, glaube ich, somit das größte Problem an Twitch. Und ich glaube, dass viele Frauen auf Twitch sich auch das, was ich hier habe, wünschen würden. Viele würden vielleicht auch sagen, ne, ist mir zu viel Wischiwaschi, viel zu alles ist schön, alles Liebe. Kann ich mir schon vorstellen, dass es halt viele auch nicht so toll finden. Aber ich glaube, dass viele sich das auch wünschen würden. So viele tolle, nette Personen im Chat zu haben, die eben nicht dich irgendwie nur auf dein Aussehen reduzieren oder, keine Ahnung, irgendwas von dir erwarten oder wollen, sondern einfach da sind, weil sie dich mögen, so wie du bist. Und deswegen kann der Chat sich jetzt auch mal wieder selber auf die Schulter klopfen, weil das einfach ein sehr, sehr schöner Ort hier ist. Und also ich würde wirklich, also ich finde, unser Chat ist wirklich der Inbegriff von Safe Space. Kann ich, also das klingt vielleicht ein bisschen arrogant oder so, weil es ja mein Chat ist, aber ich sehe das halt einfach so. Weil ich finde, viele sagen, ja, ihr Chat ist ein Safe Space, dann gucke ich da rein und lese da Sachen, wo ich mir denke, das finde ich jetzt nicht so Safe Space-mäßig. Aber ich finde, das hier ist ein Safe Space. Zu 100%. Was für einen Beruf hattest du denn vorher, wenn man fragen darf? Ich bin gelernte Erzieherin. Also ich war Erzieherin im Kindergarten. Und das habe ich auch bis 2019 dann gemacht. Und dann ging es halt nicht mehr. Also ich konnte beides nicht mehr schaukeln. Also weder Kindergarten noch YouTube. Und dann musste ich mich halt für eine Sache entscheiden.
Wir sind eben ein toller Chat. Es ist halt wirklich ein Fakt. Also es ist halt so. Ne? Kann man sagen, was man will. Und natürlich würden vielleicht auch einige sagen, dass wir hier zu hart sind, dass wir Leute zu schnell bannen oder zu schnell halt verärgern, sage ich mal so. Wegekeln im Sinne von, so, das wollen wir hier nicht haben. Aber eben nur so kann man das auch wahren. Weil, keine Ahnung, wenn hier schon jemand reinkommt und schreibt, oh, du bist aber eine hübsche Maus, weiß ich nicht. Kriege ich dann direkt halt so Vibes, wo ich mir denke, ist nicht der Ort und ist auch nicht die Zeit dafür. Und ja, keine Ahnung. Und das ist schön, dass ihr das auch so seht, also dass ihr das auch so fühlt, sag ich mal. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass sich hier alle sehr wohl fühlen können. Und genau, das ist natürlich nicht zuletzt wegen meinen tollen Mods, die hier immer so schön aufpassen. Also ich muss ja wirklich ja auch nie was sagen. So macht das, also so im Sinne von, warum habt ihr das übersehen oder keine Ahnung. Weil das einfach, selbst das ist so schön in Absprache und ach, ich weiß nicht, das ist einfach schön, ne? Also, ja. Einfach schön. Die Mods sind hier aber auch der Hammer. Ja, es ist einfach, ich finde, also es war auch ein langer Weg, würde ich sagen. Also es war auch oft so, vor so 2 Jahren oder so, dass ich wirklich viel auch sagen musste, was für mich okay ist und was nicht. Also manchmal war es mir dann auch zum Beispiel, dass die Mods zu hart waren. Dann habe ich auch gesagt, hey Leute, ne, so ist es für mich in Ordnung und so ist es nicht in Ordnung. Und vor allem habe ich meine Mods ab einem gewissen Zeitpunkt auch nur noch danach ausgesucht, wie sehr ich mit ihnen auf einer Wellenlänge bin. Und ich finde, das macht, glaube ich, das Größte aus, weil sie dadurch unglaublich gut verstehen, wofür ich stehe, was für mich okay ist und was für mich nicht okay ist. Und deswegen, ja, bin ich einfach nur sehr dankbar auch für meine Mods, weil die einfach toll sind. Wie gesagt, ich glaube, die Sims & Co. Community ist auch eine sehr respektvolle. Ja, stimme ich halb zu. Denn auch in der Sims-Community geht es unglaublich toxisch her. Ich kann mich da zum Glück sehr raushalten, weil ich da halt einfach keine Lust drauf habe. Aber was ich schon oft gehört habe, ist wirklich nicht ohne, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, ne? Auch wie teilweise über mich gesprochen wird, hinter meinem Rücken, ist echt, also da frage ich mich halt immer, wieso muss das sein? Also ist doch voll unnötig. Das finde ich halt voll schade, weil wir eben in einem Game sind, wo es einfach alles schön ist und nicht... ich finde die Kette voll schön, die steht hier voll gut. Und die Sonnenbrille finde ich auch cool. Ich glaube, das lassen wir auch. Also wir sind ja in einem Bereich, wo das einfach... Also es ist in jedem Gaming-Bereich super unnötig, aber keine Ahnung, es gibt ja so Games, keine Ahnung, LOL oder so, die sind ja einfach super toxisch. Da gehört das leider ja zum Alltag dazu. Und dann denke ich mir so, wieso muss man das bei Sims machen? So. Also es ist halt voll unnötig. Aber zum größten Teil, also so, ne, was im Chat und auf Twitch stattfindet, ist natürlich total schön, ja. Da bin ich auch sehr dankbar für. Köpfchen ist da irgendwo reingeflogen, lese ich. Köpfchen, hallo! Zu viel Liebe hier, ja wirklich. Aber es ist auch einfach schön. Wichtig und richtig ist auch, dass wir uns untereinander gut verstehen. Missgunst und so weiter unter den Mods habe ich auch schon öfter mitbekommen hier auf Twitch generell. Ja, das ist mir halt auch sehr, sehr wichtig, ne? Dass es einfach vom Vibe passt. Und das finde ich schön. Mary Lou! Dankeschön für deinen Sub. Herzlich willkommen, Universum. Da kommt direkt mal ein Raketensub für, also aus dem Liebeszug hier quasi, für Mary Lou. Herzlich willkommen im Universum. Ich danke dir von ganzem Herzen. Vielen, vielen Dank für deinen Sub. Ich danke dir sehr. Da sind deine Raketen. La, 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 la. Es gibt Menschen, die schlecht über dich reden, also wirklich ernsthaft. Also ich würde das nicht mal persönlich nehmen, weil es einfach, also ich glaube, es ist einfach aus Groll heraus entstanden, weil ich halt so die erste größere Sims-YouTuberin war, sag ich mal, die halt so einen Content gemacht hat. Also es gab natürlich schon immer Sims-YouTuber, aber so dieses Format mit den ganzen Let's Plays und so, würde ich sagen, war ich so die erste, also, oder sagen wir die erfolgreichste, sagen wir mal so.
Und alle, die danach halt angefangen haben, haben natürlich immer die Kommentare bekommen, du machst Simfinity nach, das ist ja genau wie bei Simfinity und bla bla bla. Und ich kann persönlich natürlich auch total verstehen, dass man davon genervt ist. Vor allem, wenn man halt nichts mit mir zu tun hat, wenn man sich Mühe mit etwas gegeben hat und dann steht in den Kommentaren, das ist ja voll von Simfinity nachgemacht. Kann ich total verstehen, dass man sich dann denkt, boah, ne? Diese Kack-Simfinity, ich habe sie nicht nachgemacht, ich habe mir das selber ausgedacht. Aber andererseits muss man das dann auch irgendwo distanzieren können, finde ich. Also weil das, also ich bin ja nicht die Person, die da schreibt, du hast Simfinity nachgemacht oder keine Ahnung. Und vor allem habe ich ja auch schon mal gesagt, finde ich das halt einfach so schade, dass Leute halt so denken, weil ich die Letzte bin, die nicht gerne Erfolg teilt. Also wenn ich einen Creator finde, der coolen Content macht, dann teile ich das gerne mit der Welt und ne, erzähle euch gerne davon, weil ich mir immer denke, jeder kann ein Stück vom Kuchen abhaben. Und ich finde diese Sicht so, ich will den Kuchen für mich haben, ist halt einfach irgendwie blöd. Und deswegen kann ich das halt nicht ganz so verstehen, wieso man dann halt so einen persönlichen Groll irgendwie gegen mich hat. Aber ja, deswegen nehme ich das halt auch nicht persönlich, weil ich halt weiß, dass es jetzt nichts mit mir persönlich zu tun hat, sondern halt einfach mit den Umständen. Genau, man kann das Rad auch nicht neu erfinden, das kommt auch noch dazu. Deswegen denke ich mir halt so, okay, irgendwo muss man dann auch mit den Kommentaren rechnen, weil wenn ich zum Beispiel eine neue Cola rausbringe, sagen auch alle, ey, das ist ja wie Coca-Cola. Also es ist halt leider einfach so. Aber ja, also ne, deswegen kann ich das ja auch total verstehen. Weswegen man dann, also ne, wenn man da persönlich viel Mühe rein... Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Intros veröffentliche und mir würde da jemand drunter schreiben, hey, das hast du ja voll, keine Ahnung, von Insane Run nachgemacht. Bei Sandri und mir ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil wir halt auch einfach Freunde sind. Aber ne, wenn da jetzt jemand Fremdes, also wenn jemand da drunter einen anderen Creator schreibt, den ich halt jetzt auch nicht kenne und den ich auch gar nicht gucke, wenn das da drunter geschrieben wird, dann würde mich das natürlich auch total ärgern, weil ich da so viel Mühe reingesteckt habe. Und dann sagt mir jemand, hey, ne, das ist ja voll von, ich sag jetzt einmal Insane Run, sagen wir mal, denken wir mal, wir werden jetzt nicht befreundet, nachgemacht, dann würde mich das halt auch ärgern einfach. Deswegen, wie gesagt, kann ich es auch nachvollziehen, aber ich kann es halt irgendwie auch nicht nachvollziehen, warum man das dann nicht trennen kann. Also es war vor allem zu Corona-Zeiten, würde ich sagen, vielleicht auch noch ein bisschen darüber hinaus, wenn ich dann auf Twitch Leute geradet habe, die auch YouTube machen, hat man das eben mal gemerkt, dass es Personen von dieser Gruppe waren, die halt ne, sich da irgendwie über mich ausgelassen haben. Man hat das dann beim Raid immer schon gemerkt, dass es dann so war, oh ja. Und ich dachte mir immer so, ja okay, die Person raide ich jetzt nicht nochmal. ja. Naja. Aber wie gesagt, ich nehme es auch nicht persönlich. Ich habe Falafel mit Curry, Reissalat und Joghurtsoße. Bin sehr glücklich gerade. Oh mein Gott, Josi, das klingt sehr, sehr gut. Oh mein Gott, lass es dir schmecken. Ich finde, es wird schwierig, wenn man öffentlich schlecht über andere redet. Wenn man jetzt unter Freunden sich mal beschwert, okay, aber im öffentlichen Raum muss doch nicht sein. Ja, finde ich auch sehr. Also es war jetzt, zumindest so wie ich es mitbekommen habe, nie so, dass sich irgendwer online über mich ausgelassen hat, in dem Sinne. Aber es wurde halt hinter meinem Rücken also sich so vereinigt quasi. Was zum Beispiel auch sehr interessant war, also ich habe mir letztens, also die From Zero to Hero Kampagne wird ja von Sandra betreut, also von A Normal Disaster. Und sie macht ja sehr EA-kritischen Content. Und bei ihren Videos zum Beispiel war das auch schon häufig so, also auf TikTok, dass dann Leute da so drunter geschrieben, ja, hahaha, ne, du meinst Simfinity, oder auch bösartig, dass sie geschrieben haben, ja, wenn du Simfinity meinst, dann sag es doch auch direkt so, aber sie hat halt einfach generelle Sachen gemacht, also generell Kritik geäußert so. Und natürlich, ne, denkt man sich dann auch erstmal so, ja, okay, diese Person hat was persönlich gegen mich. Aber dann haben wir dann halt auch darüber gesprochen und dann halt, ne, also sie kann das halt komplett trennen. Sie kann das, also sie hat zum Beispiel mal so ein Video gemacht, wo sie gesagt hat, unpopular opinion, dass halt Creator wie ich der verlängerte Marketingarm von EA sind, weil wir halt dafür sorgen, dass die Leute das kaufen. Und damit hat sie auch recht. Auf jeden Fall haben da super viele halt drunter geschrieben, ja, wie ist Simfinity und so.
Und natürlich habe ich dann so gedacht, ja okay, vielleicht hat sie ja auch was persönlich gegen mich so ein bisschen. Aber sie kann das halt unglaublich gut trennen. Und das fand ich, also ich finde das super cool und super schön. Ja, das war so ein gutes Beispiel davon, wie das halt auch funktionieren kann, sag ich mal. Ja. Du hast Let's Plays nicht erfunden, alles nur geklaut. Ich bin Gronkh-Nachmacher. Vieles ergänzt sich ja auch. Der eine macht mehr Let's Plays, der nächste baut mehr und so weiter. Auch das ist toll, voll, genau. Und deswegen hat ja auch jeder seine Daseinsberechtigung. Ich finde es nur dann immer schwierig, wenn Leute halt keine eigene Ideen, sag ich mal, in ihren Content reinbringen. Und dann sich beschweren, warum andere Leute... Also ich finde es generell immer dann schwierig, wenn sich Leute darüber beschweren, dass andere Leute mehr erfolgreich sind. Jetzt nicht auf mich bezogen, sondern einfach generell. Weil eigentlich, also man muss das Problem immer bei sich selber suchen. Nicht immer, aber in dem Fall. Und ich finde es immer dann schwierig, wenn die Leute sagen, ja, aber warum ist die Person erfolgreicher als ich und bringen aber halt null Mehrwert, sag ich mal. Also ihre Videos sind halt dann vielleicht genauso wie von Person XY. Dann denke ich mir immer so, okay, ja, ne, dann muss man da halt auch irgendwie was Neues erfinden. So. Ne? Dabei bist du so EA-kritisch. Also für meine Verhältnisse bin ich das. Ne? Das wisst ihr ja auch. Hat dir das jemand erzählt, der das mitbekommen hat, dass die sich aufregen? Ja. Ah. Und wie gesagt, ich finde das halt einfach nur schade, weil ich würde meine Liebe gerne mit allen teilen. Also das ist jetzt nichts Akutes, das war so vor 2 Jahren oder so. Ich würde gerne meine Liebe mit allen teilen. Und dann finde ich das halt so schade, warum Leute da dann irgendwie schlecht über mich reden oder denken, weil ist halt unnötig. Also ist halt so, es könnte doch alles einfach schön. Alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Gib mir deine Liebe. Ihr kriegt all meine Liebe. Und Friede, danke schön für dein Lurk. Finde das immer so lustig, wenn Leute sagen, Challenge XY, machst du Person XY nach. Dabei hat die Challenge wer anders entworfen und freut sich einfach, wenn viele das spielen. Und vor allem, also das ist, glaube ich, wirklich so ein Phänomen, wenn das halt jemand Erfolgreiches macht, also ne, jemand, der halt viel Aufmerksamkeit hat, sage ich mal, dann ist das automatisch immer der Erfinder von allem. Also das ist mir auch schon in jeglichen Bereichen aufgefallen. Keine Ahnung, wenn jetzt jemand... also zum Beispiel, ich würde mir immer die Nägel rot lackieren und dann lackiert sich Dagi Bee die Nägel plötzlich immer rot. Und dann würde mir jemand sagen, ja, du machst ja voll Dagi Bee nach. Also das ist mir schon auch oft aufgefallen, dass Leute halt das dann immer daran messen, dass ja das auf jeden Fall die bekanntere Person quasi erfunden hat. Naja, wie sind wir da eigentlich jetzt drauf gekommen? Ich weiß es nicht. Und so viel zum Thema auch schnell mal ein Umstyling, ne? Aber wir sind jetzt fertig. Wir haben das letzte Ding gemacht. Ich finde die Kette auch super cool. Passt gut zum Vibe. Guck, jetzt hat sie nämlich hier so Clownschuhe. Ja, sehr schön. Das ist also unsere potenzielle neue beste Freundin, ambitionierte junge Frau, Kaya Dakota. 1:13. Wow. Finde es auch echt schade, dass Leute so über dich denken. Ja, aber ne, ich will nochmal betonen, das war erstens vor 2 Jahren. Und, also ich weiß nicht, ob die Person immer noch so denkt. Ich weiß auch nicht, wer es konkret war. Ich weiß nur, dass es halt so eine Gruppe war. Und es waren auch nur wenige Menschen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ganz Sims Deutschland gegen Frau Simfinity ist. ja. Ja, Verbindungsprobleme. Ich glaube, das kann man halt auf alle Sachen immer beziehen, ne? Nächsten Sims auch. Was haben wir letzte Woche gemacht? Ein Umstyling. Ja, ein bisschen Zeit haben wir ja zum Glück noch. Ach Mann. Ich glaube, deshalb schreiben einige ihre Challenge lieber selber. Ja, verstehe ich auch voll.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also, ne, nur weil ich zum Beispiel die City Life Challenge gemacht habe, heißt, oder Disney Legacy, das macht ja wirklich jeder. Also, das habe ich nicht erfunden, sondern ich habe sie einfach gemacht, weil ich es bei amerikanischen YouTubern gesehen habe. So. Also, hast du eigentlich noch mit Nitrolon Kontakt? Also, so direkt haben wir keinen Kontakt, aber halt so, ne, so wie man sich dann halt mal auf Instagram und so schreibt. Also, wir haben keinen Streit oder so. Ja, genau. Schön. Gut, dass wir jetzt mal hier im Gameplay sind. Man kann es halt nie allen recht machen. Wird immer Leute geben, denen es nicht passt, was man macht. Leider ja voll. Und deswegen ist es immer wichtig, dass man das trennt, ob Dinge halt persönlich sind oder nicht. Und selbst wenn sie persönlich sind, ist das das Problem von der anderen Person. Ich habe euch ja das ja, glaube ich, schon mal erzählt mit diesem dreckigen Fenster. Ne? Also eine Person draußen steht und eine Person steht drinnen mit einem dreckigen Fenster und sagt dann irgendwie, ja, ne, die Person ist ja so schmutzig, bla bla, dabei liegt es halt an ihr, weil das Fenster dreckig ist. Oder irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau, wie diese Metapher war, aber es war auf jeden Fall sehr schön. Caro, danke schön für die 31 Monate. Vielen, vielen Dank. Mira, mach's gut. Schön, dass du da warst. Habe auch schon öfter überlegt, Social Media zu löschen wegen der ganzen Negativität, aber am Ende denke ich mir immer, dass ich dann was verpassen würde. Und das ist klassisches FOMO. ich habe es tatsächlich jetzt während der Wahlen überlegt, weil ich das ganz, ganz schlimm finde, was da vor allem auf TikTok abging. Deswegen habe ich kurz überlegt, ob ich TikTok löschen soll, aber ich habe halt zum Beispiel die From Zero to Hero Kampagne findet halt auch auf TikTok statt. Deswegen kann ich es natürlich nicht einfach löschen. Haben wir die Hausaufgaben jetzt fertig? Ah ja, perfekt. Nee, du gehst jetzt mal schlafen. Also auf jeden Fall kann ich das deswegen sehr, sehr gut verstehen, warum man das Bedürfnis hat, es zu löschen. Mir ist das im Privaten tatsächlich schon mal passiert, weil 3-4 Kleidungsstücke und eine gleiche Uhr hatte wie jemand anders. Mich hat das richtig doll belastet und beschäftigt, weil das einfach Zufall war. Gleiche Szene, vielleicht ähnlicher Geschmack. Die Sachen waren von H&M. Und ich habe nur gecheckt, wie man mir da vorwerfen kann, ich würde die Person nachmachen. Vor allem im privaten Umfeld. Das ist ja, also das ist ja wirklich sowas von 2000, also Teenager-Jahre. Dann siehe da, Jahre später null Kontakt mehr, wohnen an komplett unterschiedlichen Orten und ich sehe in der Story zufällig wieder ein gleiches Kleidungsstück. Da dachte ich auch so, ja lol, sowas passiert halt auch einfach. Ja, wirklich. Aber also solche Sachen generell so mit Nachmachen, das habe ich wirklich auch noch nie verstanden. Ui, mit wem hat sie sich denn jetzt hier verstritten? Im Schlaf. Mit sich selber? Okay, Semesterbeginn. Haben wir ausgeschlafen? Einigermaßen. Und unsere Vorlesung findet gerade schon statt. Ja, super. Nur um unseren Ruf zu retten, beamen wir uns da mal ganz kurz hin. Ich hoffe, dass wir... Müssen wir hier hin? Nein. Müssen wir hier hin? Nein. Müssen wir hier hin? Wo müssen wir hin? So, hier? Nein. Hier? Oh. Renn um dein Leben, Frau. Eieiei. Streng dich an. Auch wenn du gestresst bist. Hier wird jetzt aktiv zugehört. TikTok habe ich mittlerweile vor einigen Wochen gelöscht und es geht mir und meinem ADHS deutlich besser. Also ich finde vor allem, wenn man halt sowieso schon sowas diagnostiziert hat, also ich glaube, dass TikTok und diese ganzen Kurzformate, so, dem Aufmerksamkeitsbogen sehr, sehr schaden. Also ich merke es an mir selber. Also es ist wieder besser geworden, aber eine Zeit lang konnte ich keinen Film, keine Serie gucken, ohne an mein Handy zu greifen. Also ich habe es jetzt immer noch. Also zum Beispiel, wenn Lukas den Raum verlässt, nehme ich mein Handy in die Hand. Warum? Keine Ahnung. Ist halt so. Und ich glaube, und dann scrollt man da halt ganz kurz. Und ich glaube, dass vor allem halt, wenn man sowas diagnostiziert hat, ne, dass man sowieso halt schon eine Krankheit hat, die dafür sorgt, dass man sich schwieriger konzentrieren kann. Dann ist es halt noch schlimmer, aber sowieso. Ich glaube, vor allem für unsere Teenager, also unsere Teenies, ist das halt einfach unglaublich belastend. Und ich, deswegen
ne, also versuche ich auch so ein bisschen durch den Buchclub und jetzt mit Lokana und so einfach auch wieder Hobbys attraktiv zu machen, die nichts mit einer geringen Aufmerksamkeitsspanne zu tun haben, sodass man einfach mal wieder Geduld lernt. Und das klingt wirklich so, als wäre ich so 80, aber ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und Blackhead, danke für deinen Lurk. Notizen machen bringt am meisten, okay. Und Luise, hallöchen. Yoshi, mach's gut. So, warte mal, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Gut, dass wir jetzt die Vorlesung haben und unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben. Gut, das ist natürlich jetzt äußerst kritisch. Aber es ist, wie es ist. Kannst du bitte aus dem Pulk da raus? Dankeschön. Bei mir ist das oft Ablenkung vom echten Leben und dem, mit dem ich mich eigentlich nicht auseinandersetzen müsste. Also, ne, das kann ich auch total verstehen. Also, ich meine, das ist mein Content so. Also, wenn ihr das nicht gucken würdet, dann hätte ich keinen Job. Obwohl meine Let's Plays ja schon auch sehr lang sind. Aber, ja, ich glaube halt, dass diese ganzen, also wie gesagt, ich hab's bei mir selber gemerkt, dass es mir einfach schwer gefallen ist, eine Zeit lang so eine Serie oder einen Film am Stück zu gucken. Und das ist ja auch der Grund, weswegen Let's Plays immer weniger erfolgreich sind, ne? Also das ist ja überhaupt ein Privileg, dass so viele Menschen immer noch regelmäßig meine 30 Minuten langen Let's Plays gucken. Also es ist ja bei fast keinem anderen Kanal überhaupt noch so, weil alle nur noch diese Kurzform-Videos gucken. Ja. Wir machen jetzt am Handy immer Sudoku. Kann ich euch sehr empfehlen. Bei mir war es zwischendurch so schlimm, dass ich Menschen keine 2 Minuten zuhören konnte. War auf Arbeit nicht ganz so nice. Jetzt ist es so 5 Wochen her und es hilft wahnsinnig gut. Mega. Finde ich auch total schön, dass du das für dich so lösen konntest. Ich habe das mit Filmen und Serien auch so schlimm. Ich kann mich nie länger als 20 Minuten darauf konzentrieren, bevor ich abgelenkt werde. Ja, und das weist halt alles auf einen zu hohen Cortisolspiegel drauf hin. Also zum Beispiel auch, wenn ihr nachts nicht durchschlafen könnt. Also wenn ihr nachts aufwacht und auf Toilette müsst und so. Das weist alles darauf hin, dass ihr einen zu hohen Cortisolspiegel habt. Und helfen tut da zum Beispiel, dass ihr nicht morgens direkt ans Handy geht, wenn ihr aufwacht. Dass ihr erstmal, ne, was in Ruhe macht, euch fertig macht oder duschen geht oder frühstückt oder was auch immer. Und halt entschleunigte Sachen macht und nicht Konsum, Konsum, Konsum. Wie gesagt, ich habe mich auch nicht komplett frei von Sprechen, aber ich versuche da auch immer mehr drauf zu achten. Für mich ist die Gold Digger Challenge eine Netflix-Serie und das ist auch sehr krass für mich. Hab mir extra ein Sudoku-Heft gekauft. Abends und im Bus mache ich jetzt das, um die Bildschirmzeit runterzukriegen. Mega, Christina. Wir sind da drauf gekommen, weil im Urlaub gab es jeden Morgen so eine Tageszeitung, kennt ihr vielleicht, wo dann halt das Menü für den Abend drauf stand und wo man dann ankreuzt, was man gern hätte. Und halt die Infos, das Wetter, was man machen kann und so weiter. Und hinten war ein Sudoku drauf. Und dann haben wir das halt beim Frühstück gelöst. Und dann hat Lukas so eine App gehabt. Und dann habe ich mir die App auch runtergeladen. Aber ist natürlich noch cooler, wenn man so ein Heft hat. Und vor allem, wenn man irgendwie viel Bus fährt oder Bahn oder so, ist das natürlich mega cool, das so mitzuhaben. Also ich finde das richtig cool. Vielleicht hole ich mir auch mal so eins, wenn ich dann immer zu meinen Eltern oder so fahre. Okay, so, jetzt waren wir in der Vorlesung und haben morgen nur noch diese hier. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal nach Hause und haben ein bisschen Spaß in den Backen, weil wir haben eh erst 11 Uhr. Was könnte uns denn Freude bereiten? Ich finde es mit Chelsea wirklich schwierig, Spaß zu haben. Weil sie findet es spaßig, ein Sim anzustacheln. Bestimmt. Was könnte Chelsea machen, um... Darcy macht Spaß. Ja. Viele schmunzeln über das Sudoku-Heft, aber ich liebe es. Ich find's einfach ein Vibe. Ich finde es geil. Deine Videos könnten für mich sogar noch länger sein. Immer wenn du sagst, oh Gott, ich nehme schon so lange auf, denke ich mir so, egal. Ja, aber es ist tatsächlich dann auch immer so, geschnitten sind die Videos da meistens gar nicht so lang. Aber
meistens bin ich dann schon bei über einer Stunde Aufnahmematerial, aber Anna kürzt es dann halt super drunter, weil ich möchte immer so 30 Minuten, das finde ich immer ganz gut. Vielleicht Klavierspielen finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich weiß nur nicht, ob ihr das Freude bereitet. Wir gehen mal gucken. Wahrscheinlich sagt sie jetzt, sie mag es nicht, weil sie jetzt angespannt ist. Aber dann sagen wir ihr, sie hat es zu mögen. Oder tanzen, ja. Aber ich finde das schon sehr cool, wenn sie Klavier spielt. Ich glaube, das hatten wir ja sogar für sie geplant, ne? Oder? Komm, hab Spaß. Oh, sie hat Spaß. Ach, wie toll. Schön. Ich wünschte, ich könnte im Zug lesen, aber mich stört da jede noch so kleine Unterhaltung oder Durchsage. Noise-Canceling-Kopfhörer. Ich sag's dir. Und keine AirPods. Ach, guck mal, unsere beste Freundin. Also ich habe ja auch die AirPods Pro, die man so ins Ohr steckt. Größter Scheiß, das Noise-Canceling. Wirklich, ich dachte früher immer, das wäre gutes Noise-Canceling. Nee. Jetzt habe ich ja die Bose QC45. Ich ziehe die auch manchmal an, ohne was anzumachen, weil das so geil ist. Einfach so, oh, einfach so eine Dämpfung. So alles ausschalten. Ich liebe das. Also im Zug. Weil mir geht es nämlich auch so. Bei mir ist es genauso. Ich kann, also sobald jemand redet, muss ich zuhören. Oh mein Gott, gestern im Gym. Oh mein Gott, also. War dann so ein alter Mann. Ich schätze ihn auch 60. Der ist auch immer da. Und der hat dann da seine AfD-Keule geschwungen und hat dann da erzählt und wie scheiße doch die Grünen sind. Und ich konnte nicht zuhören, weil ich war ja mit Lukas da und ich hatte keine Kopfhörer und es war so schlimm. Da musste ich mich mit Lukas unterhalten, damit ich da nicht zuhöre, weil es war so schlimm. Es war so schlimm. Wirklich, ich habe mir so Kopfhörer gewünscht. Das hat mich sehr wütend gemacht. Vor allem hat es mich so wütend gemacht, weil der schon so alt war. Also weil ich mir so denke, diese Menschen machen unsere Zukunft kaputt, obwohl die überhaupt nicht mehr da sind, wenn unsere Erde kaputt ist. Naja, egal. Darüber wollte ich jetzt eigentlich nicht reden. Aber das ist mir gerade zu dem Thema eingefallen. Ich habe auch AirPods, sind andere so viel besser. So viel besser. Also ich habe nicht diese Max, ne, die so over-ear sind, sondern diese in-ear. Und wirklich, wenn ich das vergleiche, es ist ein richtig krasser Unterschied. Ja, wie ein Unfall, genau. Man will es nicht hören, aber man kann nicht weghören. So war es auch. Es war wirklich ganz, ganz übel. Aber wenigstens hat unsere Chelsea Spaß hier. Guck mal, sie denkt über sich selber nach. Schön. Die Bose nutzt meine Chefin auch immer, wenn sie sich konzentrieren muss. Es ist wirklich Hammer. Es ist wirklich, wirklich Hammer. 60 ist aber nicht alt. Ja, aber es ist in dem Sinne alt, dass diese Person vielleicht noch 30 Jahre lebt und dann eben nicht mehr mitbekommt, wie unsere Erde in 35 Jahren aussieht. Also, das meinte ich damit. Meine Eltern sind ja, mein Papa wird auch nächstes Jahr 60. Natürlich sind meine Eltern nicht alt, aber ihr wisst, was ich meine. Guck mal, hier wird auch Geige gespielt. Können wir vielleicht zusammen spielen so? Dann hört sich das Ganze noch ein bisschen schöner an. Level 2 erreicht. Ken ist natürlich auch wieder da. Daddy! Oh mein Gott. Dieser Mann macht mich fertig. Hab die AirPod Max und das Noise Cancelling ist Hammer. Bei den Apple In-Ear finde ich das auch ganz schlimm und nicht wirklich gut. Ja, aber ich muss sagen, dass ich das wirklich ganz schlimm finde, wie teuer die AirPod Max sind. Weil meine Bose-Kopfhörer haben auch, glaube ich, 250 oder so gekostet. Oder kosten die 300? Ich glaube, warte, ich google kurz. Und ich wette, die sind genauso gut. Und da... Oh, guck mal, hier gibt es sogar welche. Ja, also die... Hä? Ach so, die sind refurbished. Cool. Also die gibt es gebraucht bei Bose selber für 190. Und so kosten 290. Bei Kaufland zum Beispiel. Auf jeden Fall... finde ich das einfach wirklich eine Frechheit, wie teuer diese Kopfhörer sind. Und dann, wenn man halt Make-up trägt, dann wird das hier alles so voll uselig. Und das finde ich alles nicht so toll. Also deswegen, ne, ich habe auch ein iPhone und so. Ich bin auch Apple-Fan, aber die AirPod Max finde ich wirklich bodenlos. Also wartet, ich habe... Wait. Und die schwarzen kosten sogar nur... 234.
Aber ich habe die B-Schwabenden. Wo sind die denn? Da. Es ist hier als weiß gekennzeichnet. Ach, guck mal, die sind tatsächlich im Angebot bei Saturn. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade ein dauerhaftes Angebot ist, aber bei Saturn kosten sie auf jeden Fall 234,99. Was natürlich trotzdem auch sehr viel Geld ist, aber da würde ich auch wieder sagen, dass die wirklich ihren, also jeden Cent wert sind. Sind wirklich richtig, richtig gute Kopfhörer. Ich habe immer nur einen drin, weil ich sonst Angst habe, was nicht mitzubekommen. Ja, also ich mache auch oft so dann, ne, falls eine Durchsage kommt oder so. Aber du kannst theoretisch natürlich auch auf den Aware-Modus schalten, dann ist das Noise Cancelling aus. Dann sagt die mal, Aware! Sophie, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Nee, das sind Over-Ear-Kopfhörer. Ich habe welche von Marshall. Overhead an. Da bin auch supi-dupi zufrieden. Habe die seit fast 2 Jahren. Die wurden vielleicht 4-mal bisher geladen. Habe sie fast täglich an, aber die haben kein Noise Cancelling. Naja, also das, jeder hat ja auch andere Prioritäten. Ne? Dieser Mann sieht irgendwie sehr lustig aus. Was einem wichtig ist. Aber wirklich für mich, ich fand halt auch, mir war Optik auch wichtig, dass die einfach schön aussehen und ja, halt ja nicht so mega teuer sind. Also ist natürlich immer noch teuer, aber halt kein Vergleich zu AirPod Max. Ja. Also die kann ich wirklich sehr, 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 sehr empfehlen. So, haben wir jetzt genug Spaß gehabt? Jetzt wird mal gefuttert. Wo gibt's denn hier Essen? Ich wollte noch diese Mod installieren, die habt ihr mir empfohlen, womit dann auf jedem Grundstück die Mitarbeiter spawnen. Also für, auch wenn das ein Restaurant zum Beispiel ist, dass dann da Bubble Tea Mitglieder, Verkäufer kommen und so. Wo gibt's hier Essen, Leute? Ah, hier. Nevermind. Aber warum gibt's denn nur süße Sachen? Wir sind doch in unserer Fitness-Era immer. Wie immer, ne? Was ist das hier? Zuckerrohrsaft. Ich finde meine AirPods Pro super. Nee, ich also wirklich gar nicht. Also am Anfang fand ich die auch richtig gut. Aber vor allem, wenn man lange, also wenn ich die lange drin habe, tun mir einfach nur die Ohren weh. Die fallen mir dauernd raus. Ich weiß nicht, ob es an meinen Ohren liegt. Ja, okay, anscheinend gibt es nichts anderes. Ja, dann essen wir Schwarz-Weiß-Gebäck. Und ja, ich finde die einfach nicht mehr gut. Das Noise Cancelling finde ich auch nicht gut. Also es ist halt, ja okay, warte, dann geh erst pieseln. Das ist halt bei Over-Ear-Kopfhörern viel, viel besser. Aber freut mich natürlich, wenn du damit sehr zufrieden bist. Hab die normalen AirPods und mir tun davon auch immer die Ohren weh. Sehr gut. Also freut mich, dass es nicht nur meine Ohren sind. Fallen die auch immer raus, vor allem wenn ich was esse. Bei mir war es im Gym immer so schlimm. Also, ich habe die dann immer reingemacht und dann, keine Ahnung, bückt man sich mal und dann fallen dir dauernd diese Kopfhörer raus. Vor allem, ne, fallen die dann auf diesen dreckigen Gymboden und du musst sie dann in deine Ohren wieder reinstecken. Habe ich auch jedes Mal gedacht, jetzt kriegst du eine Entzündung. Ich mag meine AirPods Pro auch, aber ich kann das ähnlich unterschreiben wie du. Mir tun nach langem Tragen zwar nicht die Ohren weh, aber bei mir fängt es an zu jucken. Ja, also ich finde es einfach ganz unangenehm. Ich nehme die auch nur mit, wenn ich eine kleine Tasche habe. Also wenn ich einen Rucksack mit habe, dann nehme ich immer meine großen mit. Aber wenn ich halt nur eine Handtasche mit habe, dann passen die da halt nicht rein. Und dann nehme ich halt die AirPods mit. Fand es schon immer weird, dass die aussehen wie Kabel abgeschnitten. Ja, dachte meine Mama früher auch immer. Die normalen AirPods rutschen bei mir auch immer. Hab mir dann zum Geburtstag Over-Ear gewünscht und benutze nur noch die. Ja, aber ich finde das so frech. Also klar können die dann vielleicht auch nichts richtig machen, weil das ja von der vom Sitz dann vielleicht einfach nicht so möglich ist. Aber man zahlt da so viel Geld für und dann weiß ich nicht. I don't know. So, und jetzt könnten wir, also wir könnten natürlich jetzt schon mal die Hausaufgaben für morgen vorbereiten. Oder wir machen schon mal ein bisschen, ich glaube, wir machen erstmal ein bisschen die Präsentation. Sorry, dass wir hier heute auch wieder so viel Just Chatting machen, aber irgendwie, weiß ich nicht, haben wir ja schöne Gespräche.
Hatte auch einmal AirPods von Katar drin und fand es auch furchtbar unbequem. Ich weiß auch nicht, also ich fand die am Anfang so geil. Ich weiß nicht, warum. Also ich weiß nicht, warum. Ich fand die so geil, dass ich Anna und Kilian in meinem ersten Jahr, wo die beiden bei mir gearbeitet haben, beiden AirPods Pro zu Weihnachten geschenkt habe. Weil ich diese Kopfhörer so gut fand. Und jetzt denke ich mir so, also natürlich, die haben sich voll drüber gefreut, aber jetzt denke ich mir so, hätte sie mir was Schöneres schenken können. Nein, aber ja, keine Ahnung. Hab AirPods Pro von meinem Freund geschenkt bekommen und die sind mir zu Beginn auch immer rausgefallen. Jetzt hat er mir kleinere Aufsätze gekauft und nun passen sie endlich, aber für den Preis ist absolut frech. Also, du hast ja auch, wenn du die kaufst, hast du ja welche dabei. Also du hast ja da mehrere Aufsätze bei, aber bei mir hat das alles nicht gepasst. Finden die beiden die denn gut? Weil dann ist ja trotzdem schön. Ich glaube schon. Also es ist ja jetzt auch schon fast anderthalb Jahre, glaube ich, her, ne? Annika, danke schön für die 43 Monate. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Habe meine AirPods am Anfang auch geliebt und habe sie sogar nachgekauft, nachdem die alten kaputt waren. Die neuen sind kein Jahr alt und ich benutze sie nicht mehr. Habe die meiner Mom geschenkt. Ja, ist schon komisch, ne? Schon echt komisch. So, wir machen jetzt einmal hier die Präsentation fertig. Dann machen wir noch unsere Aufgaben und dann sind wir einfach wieder mal perfekt ausgestattet. Ich habe eben schon gezeigt, welche ich habe. Ich habe eben einen Link reingeschickt. Hallo. Kunstgesellschaft-Mitglied. Das finde ich, das klingt ja auch sehr kultiviert. Bist du jetzt noch? Also, ich wollte nicht sagen, ob das jetzt noch was ist, aber... Warum gibt es denn hier nur süße Sachen? I don't understand. Weiß nicht mal, wie das bei euch ist, aber ich habe ein Tragus-Piercing. Ja, okay, wenn man da ein Piercing hat, ne, dann ist natürlich noch mal heftiger. Mir tun in ihr so weh, das glaube ich. Oh, Mami! Ein Freund von mir hat gehört, wie toll du bist und möchte dich gerne kennenlernen. Darf ich deine Nummer weitergeben? Wahrscheinlich ist es irgendeine Business. Also, ne, eine Freundin von ihr hat eine Business-Idee und da ist ihre Tochter natürlich die erste Ansprechpartnerin. Arbeitet Kilian noch bei dir? Nee. Seit... Nee, warte mal. Das ist schon 2,5 Jahre her, als ich denen die geschenkt habe. Ich habe die 2021 angestellt, beide. Und ich glaube, seit November 22, ja, arbeitet nur noch Anna bei mir. Ja, November 22. Weil da war ich schon mit Lukas zusammen. Ja. Ja, ja, ja. Was ist denn nochmal? Tragus ist das hier, ne? Oder? Also, das an diesem... Ja, ihr wisst, was ich meine. Ach, Mann. Schön. Wieso nur noch Anna? Weil ich mich damals entscheiden musste. Also, Anna konnte entweder nur komplett für mich arbeiten oder gar nicht mehr. Und deswegen habe ich mich dann für Anna entschieden, weil sie einfach auch... zuverlässiger gearbeitet hat und einfach, ja, ihr wisst halt, die Anna, ne? Die Anna ist die Anna. Also sie ist einfach ein Goldstück. Also ich habe schon gesagt, wenn Anna jemals nicht mehr für mich arbeiten kann, dann muss ich meinen Kanal leider löschen. Also es ist nichts vorgefallen oder so. Es war einfach nur, dass ich mich entscheiden musste und dann ist meine Entscheidung auf Anna gefallen. Marisa, danke schon für die 22 Monate. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Weil sie eine Rakete ist. In der Tat. Also alleine jetzt die letzten 3 Wochen haben das schon wieder gezeigt. Diese Frau ist wirklich einfach der Wahnsinn. Und sie schneidet ja nicht nur für mich, sondern ja auch für Sandri und Becky. Also... Dann übernimmt Anna einfach komplett den Kanal. Genau, so nehme ich. Ach
ja. Das ist der Vater von Darcy und der hat uns irgendwie angerufen und hat. Genau, ich glaube, wir haben da irgendwas gesagt, dass ein Kunde, der soll irgendwas da kaufen, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall super. Für Becky auch, ja. Für Becky schneidet sie auch seit ein paar Monaten. Luki, viel Spaß beim Schwimmen. Bis später, ich freue mich. Anna ist einfach toll, toller Mensch, tolle Katharin, voll. Ja, und das ist halt auch wieder so das, wie das Gleiche, naja, hallo, Simon Gonzalez. Das Gleiche wie mit meinen Mods, wenn das halt auch so zwischenmenschlich passt, ist das halt einfach sehr, sehr schön. Und das ist halt mit Anna auch so. Wir machen schöne Hausaufgaben. Warum bist du... Achso, Herzplätzchen. Ja, ist schon schade, ne, dass Darcy jetzt hier nicht mehr studieren scheint. Müssen ihn mal fragen, ob er fertig ist. Vielleicht. Sind alle backverrückt dort, ja? Also, das sind ja die, die uns Essen bringen, aber die sollen halt mal was Richtiges bringen. Ich will wieder so einen Truthahn oder so. Fände ich schön. Fände ich nett. Guck mal, noch mehr. Sag mal, habt ihr alle Lack gesoffen? Achso, die waren verdorben. Naja, so, mach mal schnell fertig hier. Ach, die sieht ja auch süß aus. Hieß Kaya nicht vorher auch so? Ach, guck mal, wir machen mit Kaya zusammen Hausarbeit. Also Hausarbeit, süß. Komm, dann beschweren wir uns mal bei Lehrbuchkosten. Obwohl, eigentlich würde sie das nicht machen. Ja, macht sie jetzt trotzdem. Weil sie will ja von anderen als eine reiche Maus gesehen werden. Dann erzählen wir ihr einfach mal eine fesselnde Geschichte, einfach weil wir können. Eine tiefgründige Unterhaltung. Und vielleicht mal reden wir über Klaviersonaten. Ja, siehst du, ne? Werden da heute nur Süßigkeiten eingeschleppt zum Essen? Nichts Deftiges, ja wirklich. Hallo, wer bist du denn? Benji? Süße Maus. Alle süß. Anna ist einfach der Hammer. Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr. Die Anna ist der Hammer. Du bist Hammer, weil wie du dich bewegst in dem Outfit. Hammer, einzigartig, unglaublich Hammer. So, warte, nein, 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 du darfst noch nicht schlafen gehen. Eine Sache noch. Moderne Datenhelden. Dann darfst du gehen. Los. Oh. Okay, das ist jetzt komisch. Warum? Mag sie jetzt plötzlich familienorientierte Sims? Weil eigentlich soll sie das nicht. La, 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 la. Entschuldigung. Machen wir nicht, ne? Machen wir auch nicht, oder? Der Typ neben Kaya gibt mir einfach Ted Watanabe-Vibes. Das sind die Haare. Das sind die Haare. Die Freundin ist familienbewusst, ja. Ich glaube, sie mag einfach Kaya. Ich glaube auch. Aber sie ist nicht... Sie mag keine familienorientierte Menschen, oder? Wir drücken Nein. Okay. So. Hausaufgaben. Los. Knechtin. Wir werden dich knechten. Darf ich fragen, was Locana ist? War am Anfang leider noch nicht dabei. Das ist ein Trading Card Game. Was sind diese tollen Karten? Ja, mit Disney-Charakteren. Hier ist zum Beispiel Triton. Und also es ist basically so wie Pokémon und so. Die kann man sammeln und man kann aber auch gegeneinander spielen. Wir haben heute Packs geöffnet und am Samstag machen wir einen Stream, wo wir das alles einmal erklären und so. Das wird sehr cool. Ich freue mich so. Irgendwie sind alle Annas Maschinen. Meine Bestie heißt auch Anna und sie ist so diszipliniert und schafft immer alles. Ja, sehr schön. Das muss am Namen liegen.
Und Funcake, mach's gut. Schön, dass du da warst. Hab noch einen tollen Abend und lass es dir schmecken. Ja. Ist das überhaupt mein Laptop? Wir haben doch einen gestohlen beim letzten Mal. Naja. Der sieht wirklich aus ein bisschen wie Ted Fortana Bay. Lass mich bitte in Ruhe. Kann man die Karten eigentlich nur online kaufen? Nee, kannst du auch bei Thalia, Hugendubel und im Spielzeuggeschäft und so kaufen. Ah, ich habe sie auch noch nie gesehen. Wir haben bei uns auch so ein Smith-Ding oder wie das heißt. Also so ein Spielzeuggeschäft, da will ich auch mal gucken. Einfach um das mal, also ich habe genug, ich habe mehr als genug Karten zu Hause. Also ne, ich habe jetzt hier noch dieses ganze Booster-Ding und wie gesagt, davon habe ich noch ganz viele zu Hause. Deswegen muss ich definitiv keine kaufen. Aber ich will sie mal angucken und mich freuen, dass es welche im Laden gibt. Ah, der war im Inventar vorher, okay. Ja, aber ich glaube, wir haben den geklaut. So, sind wir jetzt mal fertig? Die Vorlesung ist morgen, ja, ich glaube, die ist um 11, ne? Ist noch okay. Da können wir noch ein bisschen reinhasseln. Aber dann jetzt aber ganz flott. Und los. Aber guck mal, ihr geht's super. Sie ist einfach sehr inspiriert davon, richtig reinzuhasseln. Wir sind jetzt einfach richtige Streber und danach werden wir einfach eine erfolgreiche Businessfrau. Kann ich mehr reden. Erfolgreiche Businessfrau. Wie wär's, wenn du jetzt in dein Bett gehst? Dankeschön. Geht doch. Cornelia, hallöchen. Mein Urlaub war sehr schön. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe leider keinen, der Lokana mit mir spielt und nur zum Sammeln sind sie mir zu teuer. Die würden bei mir zu Hause rumfliegen, leider. Wir haben eben auf Discord einen Channel schon eingerichtet. Tommy, nein. Eva ist gestorben. What? Ich liebe mein Spiel, ne? Mein Spiel ist immer für Drama zu haben. What the fuck? Jetzt, wo wir uns gerade eine neue beste Freundin gesucht haben, hat das Spiel so gedacht, wir bringen die andere um die Ecke. What? Simbo, Hallöchen. Konnte nicht lesen, was da steht ohne Brille und dachte, er ist Tommy, so tut mir leid. Aber ich habe direkt an Tommy gedacht, weil... Sie ist ja Tommys große Liebe. Okay, wir müssen herausfinden, warum sie gestorben ist. Aber wir haben hier keinen Briefkasten, ne? Können wir das jetzt hier rausfinden? Nee, ne? Wir schlafen erstmal. Oh mein Gott, weil ich muss das wissen, wieso sie gestorben ist. In der Waschkabine, da ist einer. Wo war denn die? Wo? Ah, hier. Androlo ist zu wütend geworden und explodiert. Beim Bergsteigen. Flachen Witz gehört. Eva war so verlegen, dass sie abgedankt hat. Oh mein Gott, what? Sie wurde so erniedrigt, dass sie gestorben ist. Ach du heilige Scheiße! Manu, Tommy, unser lieber Tommy, er hatte doch nur ein Happy End verdient. Wo ist er denn? Okay.
Ach ja, wir haben auch noch einen Job. Das habe ich natürlich jetzt vergessen. Ja, geht nicht, ich muss schlafen. Oh mein Gott. Wenn Chelsea die neue Freundin hat, ja, irgendwie schon, ne? Schon krass. Oh Mann. Moonalöchen. Oh mein Gott. Endlich Home kann die Karten auspacken. Bin gespannt, was ich bekomme. Ganz viel Spaß, Lady Arasnia. Och, Manu. Das finde ich richtig krass. Ich kann das noch gar nicht richtig verarbeiten, Leute. Ich finde das ganz schön traurig. Was ist denn hier offen? Eine neue Reise mit Windows. Lass mich in Ruhe! Kann auch mal mit ihrem Bruder Party machen. Vielleicht findet er eine Freundin. Sag mal, der muss doch jetzt erstmal trauern. Der kann doch nicht direkt die Nix an Land ziehen hier. Oh. Hallo. Ja, du bist schuld. Hast du sie verflucht? Nee, stopp. Wer ist das denn? Oh, unsere Schwester. Okay, wir müssen mal ganz schnell auf Toilette. Und dann müssen wir uns jetzt mal kurz... Können wir uns bei ihr ausheulen? Oh, jetzt steht hier auch nichts zu essen. Das Leben ist hart. Ach, da kommt was. Nee, sie räumt was weg. Warum gibt's... Sag mal, ich dachte, wir sind hier in einem Elite-Wohnheim. Und es gibt die ganze Zeit nur Hamburger. I believe I spider. Was wünscht sich da? 500 Simoleons verdient. Wir gehen mal kurz ins Dings. Die Drillinge sind gealtert, ja. Wäre interessant, wo ihr Grabstein nun steht. Ja, aber das ist leider ja nicht ganz so einfach, das aufzufinden. Oh Mann, ey. Ich bin... Schock. Er ist jetzt zufällig halt auch da. Was soll man machen? Was soll man machen, Leute? Was soll man machen? Kasse ist, dass die Sims da immer Essen stellen. Ja, aber wenn man es dann braucht, dann stellen sie nichts dahin, außer einen Hamburger-Burg-Kit-Kuchen. Oh mein Gott. Anni, hör mir auf. Hier sterben, wir sind mir schon wieder alle weg. Animas! Dankeschön für die 44 Monate. Guck mal, Anni macht Party. Die freut sich einfach, wenn alle sterben. Dankeschön für 44 Monate. Decker Knutschi an die Maus. Dinka. Kannst du nicht die Küche im Wohnheim nutzen? Ich möchte ja nicht selber kochen. Ich möchte bedient werden. Oh, hi. Da ist sie. Na? Ist er auch beschämt? Ist er beschämt? Und er geht aber woanders hin? Ach nee, er geht nur durch eine andere Tür. Und, wie geht's? Und sie ist aber ganz kurz angebunden jetzt, weil, ne, ist halt schwierig. Und dann fragt er gleich, was ist los? Aber erstmal müssen wir kurz Essen bestellen. Avocado-Toast natürlich wieder. Oh mein Gott. Oh nee, jetzt komm du mir nicht auch noch um die Ecke. Ja, geh du nun zu einem Date. Sowas von. Geh weg. Guck mal, alle, der hätte ja auch sterben können. Warum musste Eva sterben? Steh ich nicht. Verstehe ich nicht. Mini will bedient werden. So nehme ich. Ihr seid alle meine Knechte. Okay, komm, rede mit uns. Lass uns miteinander. Stopp. Können wir uns umarmen? Ich brauche eine Umarmung von einem wirklich guten Freund. Scheint hier super zu laufen. Ja. Ha-hu. 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 Wir sind kokett.
Ich möchte dich umarmen. Los. Guck mal, Ken freut sich, dass wir uns mit neuen Leuten anfreunden. Ja, ja, alles super. Nee, es läuft auch wirklich toll hier. Also Studientechnik, Ich möchte nicht mehr. Ja, guck mal, wir zwei. Könnt ihr also jetzt? Ja, komm. Hm? Mach mal nix, ne? Guck mal, die sind direkt wieder lustig miteinander. Ach shit, wir haben gleich Vorlesung. Hatten wir Darcy nicht abgeschrieben, weil er vergeben war? Nee, nee, deswegen haben wir ihn eingeschrieben. Nee, wir sind ja auch vergeben. Ich muss mal kurz die Musik hier ausmachen. Das ist mir ein bisschen zu boogie-boogie. Aha. Komm zurück. Komm, wir setzen uns zusammen hier an den Tisch. Und jetzt redet miteinander. Och, süß. Chelsea, ich merke doch, dass irgendwas ist. Erzähl's mir. Weißt du, die Freundin von meinem Bruder, meine beste Freundin, Eva, sie ist gestorben und ich kann es gar nicht verstehen. Sie war in voller Blüte und mein Herz tut so weh. Ich muss ja aber trotzdem meine Vorlesung machen. Ich habe ein schlechtes Gewissen meinem Bruder gegenüber und es ist einfach hart, weißt du? Und er hat tatsächlich seinen Abschluss schon gemacht. Schade. Leute, er studiert nicht mehr mit uns. Vielleicht wird es Zeit für einen Busch. Leute! Ist doch ganz logisch. Wir sind doch auch vergeben. Ja, also das ist ja Minus und Minus ergibt Minus. Hallo. Was ist mit Eva passiert? Ja, sie ist einfach gestorben. Sie ist einfach weggestorben. Es war nicht meine Schuld. Warum ist denn der jetzt verspielt? Du sollst ihm verspielt sein. Wir sagen ihm jetzt mal, ich wünschte, Eva wäre so lebendig wie du. wir sagen ihm, dass er heute besonders gut aussieht. Nee, wir haben heute keine Zeit. Na los! Fabi Frenoy. Nee, nicht schon losgehen jetzt. Och, natürlich. Guck mal, jetzt. Aber jetzt konnte sie ihr Herz öffnen. Und deswegen ist sie jetzt ein bisschen traurig auch. Deswegen müssen wir jetzt mal ganz kurz ein bisschen uns ausheulen. Bei ihm. Bitte gib mir einen guten Rat. So, und jetzt aber schnell los. Ich muss los. Oh Mann, die arme Maus. Chelsea, bist du dir sicher, dass du zur Vorlesung gehen musst? Ich könnte mir vorstellen, dass die Professoren auch eine Ausnahme machen in so einem besonderen Fall. Nein, ich muss meinen Abschluss machen. Ich will doch schnell fertig werden und in die Businesswelt reinstarten. Ich muss jetzt los. Entschuldigung. Kathi, hallo. Schön, dass du da bist. Jessie, hallöchen. Und noch eine Jessie. Schön, dass ihr da seid. Wie lange streamst du circa noch? Also regulär streame ich mal so bis 8. Aber mal gucken. Mal schauen. Jetzt aber schnell. Sag mal, Chelsea, kannst du mal nicht... Ja, jetzt aber ganz schnell da rein. So, und jetzt... Oh, oh. Notizen machen. Jessie. Dankeschön für deinen Zap. Herzlich willkommen im Universum. Ich danke dir von ganzem Herzen. Halt dich gut fest, schneide dich an und dann geht's ab ins Universum. Ich danke dir. Vielen, vielen, vielen Dank. Und danke für die gesunden Wünsche. Oh mein Gott. Warum kommen hier Geräusche? Vielleicht ist das ja auch für dich interessant. Was meinst du, Linchen? Achso.
Es gibt einen Mod, mit dem man tatsächlich realistische Tode hat. Also da hat man auch Urlaub wegen eines Todesfalls, eine Beerdigung planen. Ja, finde ich auch cool, aber ich versuche ja immer so wenige Mods wie möglich in meinem Spiel zu haben, ne? klappt immer mehr oder weniger gut. Der schneidet bei mir einfach die Nachrichten ab. Witzig. Ja, aber mal gucken, vielleicht installiere ich die irgendwann mal. Danke für den Hinweis. Mond, hallöchen, herzlich willkommen. Wollte unbedingt um 15 Uhr schon dabei sein, um YouTube auch mal Hallo zu sagen, weil ich das immer so süß fände, dass er findet, das da zu sehen. Ja, heute haben wir tatsächlich einen ganz wilden Tag gehabt irgendwie. Also heute haben wir schon früher angefangen und haben dann länger gequatscht und ja, es ist einfach, heute war wild. Also das haben wir aber schon gemacht, ne? Sehr gut, okay. Aber wir lesen trotzdem da noch so ein bisschen drin. Sie ist einfach eine fleißige Maus. Ne? Sie machen jetzt schon ihre Hausaufgaben. Oh nee, ich habe sie noch nicht hochgeladen, Laura. Mache ich gleich noch. Das nur für die Let's Plays. Vielleicht ganz interessant. Voll. Ja, finde ich auch. Ich glaube, ich hatte auch mal eine Mod, womit der man Beerdigung machen kann. Also ganz früher. Catitude, hallöchen. Die Mod ist von Little Miss Sam. Aber ich weiß leider nicht mehr genau, wie die heißt. Also die mit den Studienpunkten. Guck mal, Lighty hat es einfach im gleichen Moment gemacht. Gefragt, meine ich. Ich räume mal ein bisschen auf hier. Sieht ja aus wie bei den Hottentotten, wird meine Mama sagen. Weiß nicht, ob das was Diskriminierendes ist. Ich weiß nicht mehr, was Hottentotten ist. Kennt das jemand? Sieht aus wie bei den Hottentotten. Cozy, hallöchen. Schön, dass du da bist. Okay, wir stinken. Wir waren auch wirklich lange nicht duschen, ne? Ist ja fast wie im Real Life hier, hör mal. Ach, guck mal, was ist denn hier los? Ist ja richtig Party. Ich dachte immer, das ist ein ausgedachtes Wort. Ja, ich weiß nicht. Das habe ich mich gerade gefragt. Aber es ist ja so, dass man viele Begriffe von früher halt kennt. Und eigentlich ist es dann halt aber irgendwie so eine Nazi-Scheiße oder so. Deswegen wollte ich nur nochmal... Ach, schön, dass hier die Kronleuchter so schön die Welt beleuchten. Wollte ich nur nochmal kurz sagen, dass ich... Ne? Ja. Ist das nicht ein afrikanischer Stamm? Ja, seht ihr? Hottentotten im engeren Sinne ist eine in der Kolonialzeit von den Buren erstmals verwendete Sammelzeichnung für die heutigen afrikanischen Völker. Ja, guck! Ist kind of diskriminierend. Weil man dann sagt, dass es wahrscheinlich bei denen halt, ne, wild, ja genau, chaotisch oder Kultur. Seht ihr, das meine ich. Seht ihr, genau das meine ich. Und man hat das immer einfach so gesagt. Und das ist genau, also es, ja, guck mal wieder. Blow your mind. Wie Hempels unterm Sofa, ich glaube, das geht. Wer auch immer die Hempels sind. Ja, ich glaube, das ist noch okay. Ey, aber ich finde es so krass, ne? Das ist wirklich crazy. So, jetzt gehen wir nach Hause. Also zu unserer Familie. Weil wir müssen für Tommy da sein. Ach, ich weiß ja immer noch nicht, was ich wie... Ne, ich sage aber Meli. Nee, doch. Danke für die 14 Monate. Vielen, vielen Dank. Wieder was gelernt, ja. Ich hatte es im Gefühl. Ne? Ich hatte es im Gefühl, dass es mal wieder nicht ganz politisch korrekt ist. Aufklärung mit Ninus, ja. Ohne es vorher zu wissen. Um welchen Begriff ging es? Sieht aus wie bei den Hottentotten. Und das ist ein afrikanischer Stamm gewesen. Und halt chaotisch. Also man hat es dann gesagt, weil es chaotisch ohne Kultur ist. Scheiße. Und ist unser Leben schlechter, weil wir das jetzt nicht mehr sagen? Nein, es ist ganz einfach. Wir werfen es einfach weg. So einfach ist das. Mensch, wie schön. Das Leben ist immer noch toll.
Warum ist Tommys Freundin gestorben? Das wissen wir nicht. Sie ist einfach vor Scham gestorben. Aus dem Nichts. Also. Können wir mal einen Einbruch. Ach, guck mal, ist gern. Was ist du denn? Hallo. Wo ist Tommy? Ach so, ist unsere Mitbewohnerin. Ja, wir haben mit Chelsea auch mit Rex to Riches angefangen, ja. Eva ist gestorben, ja. So, Tommy! Also, ja, die Drillinge sind halt jetzt... Oh mein Gott, sie sind groß geworden, guck mal. Oh mein Gott. Die sind halt jetzt Kinder. Jetzt ist die Frage, wollen wir die heute umstylen oder beim nächsten Mal? Weil ich glaube, wenn wir die jetzt umstylen, ist das halt die letzte Maßnahme des Tages. Weil ihr wisst, wie lange ich brauche. Ist Tommy ausgezogen? Vielleicht ist er auch bei der Familie von Eva. Thomas! Oh, da sitzt er doch. Dann musst du aber deiner Mama mal sagen, dass sie das nicht gebrauchen soll. Ja, mache ich. Und sie macht das dann auch wirklich nicht. Das finde ich immer schön. Also ich bin ja immer, ich bin die Moralapostel der Familie. Und ich finde es immer schon schön, dass sie immer schon wissen. Also sie gucken mich dann immer schon so an, wenn sie irgendwas gesagt haben. So nur irgendwas Urteilendes oder was weiß ich. Ne? Jetzt keine rassistische Scheiße, das machen meine Eltern nicht. Aber ne, wenn sie schon irgendwie sowas wieder über irgendwie ein Urteil oder so, dann gucken sie mich schon mal wieder so an und denken immer so, ja, guck, ihr wisst es doch. Ihr wisst es doch, dass es nicht in Ordnung ist, wenn ihr mich jetzt anguckt. Weil dann wisst ihr ja, dass ich jetzt ein Problem damit habe. Das heißt, ihr wisst, dass es nicht in Ordnung ist. Also, ganz clever eigentlich. Oh, Marlies, danke schön für die 42 Monate. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir von Herzen. Ihr wollt alle umstylen? Also, hör mal. Könntest du bitte auf meine letzte Nachricht reagieren? Nee, möchte ich nicht. Nicht, wenn man so fordernd schreibt. Und ich glaube, deine Nachricht wurde auch schon ein paar Mal gelöscht, weil du sie spamst. Deswegen, es reicht nicht. Wie läuft das eigentlich mit der Gamescom? Kann man dich da einfach treffen oder gibt es ein Meet and Greet? War noch nie und würde gerne dieses Jahr hin, um dich dort mal zu treffen. Sowohl als auch. Also wenn ich da natürlich rumlaufe und du mich siehst, kannst du mir jederzeit sehr, sehr gerne Hallo sagen, es sei denn, ich habe jetzt irgendeinen Termin. Aber es sind natürlich auch Meet and Greets geplant. Ich geb da nochmal Bescheid, wo ich genau wann sein werde und so. Ja, genau. Bin aber gleich wieder weg. Essen ist fertig. Hier gibt es heute das berühmte Gericht Reis mit Scheiß. Also ist das Resteverwertung. Lass es dir schmecken. Wee, wee. Ja, okay. Dann, also wir können die Umstylings gerne machen. Ich will nur ganz kurz Tommy umarmen. Ja, komm. Wir sagen ihm mal, dass wir sehr dankbar für ihn sind. Für ein persönliches Gespräch mit ihm. Und umarme ihn liebevoll. Bin auch so. Und bis auf meine Oma hat da auch niemand aus meiner Familie ein Problem mit. Ja, ist auch gut so. Ich finde das super. Ich bin auch gerne die Moralapostel der Familie. Also bleib so, wie du bist. Endlich satt und viel zu viel gemacht. Smash Potatoes mit geraspelten Halloumi und etwas Grünzeug. Das sieht's. Es hört sich so lecky an. Melina! Danke für die 45 Monate. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Ach, Tommy. Aber guck mal, irgendwie versteckt er seine Gefühle. Ich meine, wir sind auch selbstsicher, aber. Oh nee, guck mal hier. Schon ein bisschen geteiltes Leid. Süß, guck mal, da sind wir mit der ganzen Familie. Wir müssen aber mal kurz duschen gehen, weil wir stinken. Och, Mann. Komm alle hier hoch. I love it. Vom Karamusti.
quasi einfach das Gemüse, was noch da ist, so ein bisschen veganes Hähnchen und Tofu oder irgendeine Soße, ist halt immer anders. Daher haben wir das liebevoll so getauft. Finde ich fantastisch. Finde ich richtig toll. Reis mit Scheiß. Das erzähle ich gleich erstmal dem Lucky. Aua. Darf ich das bannen? Ich weiß nicht, was da geschrieben wurde. Aber ihr habt das schon gemacht. Ich kann das nicht mehr, irgendwie nicht mehr draufdrücken. Habt das schon gut gemacht. Dem Ja nachzuurteilen, passt das ja auch nicht ganz mit den User-Regeln. Ja. War gut so. Habt ihr gut gemacht. Ich danke euch. Nee. Also ich betone nochmal, Twitch ist ab 14. Und jeder, der sich unter diesem Alter befindet, sollte sich dann auch nicht so das Ja vielleicht in den Namen schreiben, was dann nicht passt, kommt jetzt noch dazu. Zu der Respektlosigkeit. Weshalb ist Chelsea traurig? Weil Eva einfach gestorben ist. Sie ist einfach eben gestorben. Ach, guck mal. Och man, das ist so ein richtiger Family Day. Süß. Okay, dann gehen wir jetzt mal... Ach, das ist Courtney. Guck mal, wie süß sie aussieht. Dann gehen wir jetzt mal kurz in den Creative Sim. Guck mal, die sind auch erst 2 Tage Kinder. Das heißt, die haben noch was vor sich. Ja, hier sind wirklich alle ganz lieb. Stimmt. Paula, Hallöchen. Lass es dir schmecken. Was ist denn hier los? Ja, Josi, hier steppt schon wieder der Bär. Ach Mist, blöd, dass wir ein Autobot haben. Na, da wird sowas direkt gesperrt. Das ist einfach... ärgerlich. Ärgerlich. ist einfach schön heute. Einfach wieder schön. so schön wie diese Frisur. Nein. Kaum gibt's was zu bannen, kommt Josi in die Runde. Die riecht's was. Ja, es ist aber auch gut so. Meine Mods wissen einfach, wenn was zu tun ist. Was hältst du eigentlich von dem mehr oder weniger schon angekündigten neuen Pack? Ich weiß nicht, was angekündigt ist und was nicht. Ich weiß ja immer ein bisschen mehr als ihr, deswegen halte ich einfach meinen Mund, bevor ich irgendwas leake, was ich nicht sagen darf. Freue mich, dass ich so tolle Nachrichten lesen darf. Ja, also das war wirklich am Mehrwert auch. Da gab es ein Coitus-Angebot. Was ist das für eine Frisur? Ach, die hier. Schön. Nee, finde ich gut. Sieht super aus. Hä? Hä, ich wusste... Hä? Warum... Hä? Warum ist es noch dunkel? Nun gut. Christy hat in den Ventilator geschaut. Christy hat da nicht nur reingeschaut, die hat den Kopf da reingesteckt. Makani, mach's gut, lass es dir schmecken. Irgendein Hair-Overlay, aber ich, also... Aha. Guck mal. Miss Carrie hat, ne, recht. Süß bist du, Christy! Maus! Einfach nur Maus! Mia, hab einen schönen Abend, schön, dass du da warst. Und Sansi, willkommen zurück. Und Duri, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Gott, ey. Das war doch was Besonderes, warum hast du das weggemacht? Naja, weil das halt gleich bei allen Haaren zu sehen ist, glaube ich. Süß. Noch süßer.
Sie hat halt eher so einen gelben Unterton, ne? Ich finde den Skin so schön. Piep, 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 piep. Liebst, dass wir hier im Stream so in Ruhe im Creative- und Baumodus chillen. Also, mir fällt es halt auch einfach schwer, Sims zu spielen im Stream. Ich sag's, wie es ist. Weil ich bin halt nicht so, dass ich die ganze Zeit mich konzentriere und dann erst wieder den... Lukas regt das ja immer auf, ne? Wenn man dann die ganze Zeit den Chat liest. Also natürlich nicht bei mir, weil ich bin ja die tollste Person der Welt. Spaß. Jetzt dreht sie durch. Jetzt dreht sie durch. Nee, aber er will immer, dass gespielt wird. Ich muss den Chat lesen. Ich muss den Chat lesen. Paddy, Hallöchen. Und Crazy Lady, danke für die 13 Monate. Vielen, vielen Dank. Moon, mach's gut. Schön, dass du da warst. Ja, ich bin sowas von abgehoben. Das ist mein zweiter Vorname. Ich heiße Nina, abgehoben, Symfinity. Dass du das nicht weißt, Josi. Enttäuschend. Was hatte Christy für eine Haarfarbe, Ladies and Gentlemen? Mir geht's sehr gut, Patty. Ich hoffe dir auch. Ich würde Christy irgendwie mit einem etwas rötlichen Blond sehen. Können wir sehr gern machen. Braun, blond. Melina, danke schön. Vielen Dank. Hast du es jetzt gesehen oder wurde es dir gerade gesagt? Ach, schön. Dunkelblond, blond, dunkelblond. Alle blond. Okay. Dann. Ich finde ja auch bei Kindern mittlerweile Maxis Mensch nicht schlecht, ne? Also. Ich weiß, Leute, ich weiß. Beziehungsweise ich weiß nicht. Ach, das ist ja süß. Aber hier gibt es leider nicht so schöne Blondtöne, finde ich. Habe ich gerade auch schon gefragt, ob ich da einen Ring sehe. Ja! Luki und ich haben uns im Urlaub verlobt. Ich finde das total entspannt. Habe nebenbei Küche gemacht und gekocht und davor etwas gehulert. Wollte im Gym schon anmachen, aber da war heute das Internet grottig. Ach, wie schön, Luzi. Hab den Ring eben schon gesehen und dachte mir so, was denn da los? Hab dann den Stream anfangen geschaut. Ach, wie schön. Selinka, danke schön für das verschenkte Sub. Vielen Dank. Ja, vielleicht geben wir jetzt auch einfach allen Kindern Maxis Match Haare. Ich finde das halt auch ein bisschen süß. Guck mal, sieht halt auch ein bisschen süß aus, finde ich. Das ist ein Look. Sieht ein bisschen aus wie Schneewittchen. Okay, danke, ihr Süßen. Vielen Dank. Habe ich wieder mal nicht mitbekommen. Ja, wir haben das auch so ganz sneaky gestern so einmal kurz im Stream gedroppt und dann immer nur so nebenbei. Einmal kurz so, ja. Ne? Guck, es gibt wirklich süße Haare, aber dann halt so. Ja, okay. Mein Spiel will leider nicht. Hallo? Ha, jetzt was ausgelöst, Hoppalat. Melina, das war gestern auch die ganze Zeit so. Immer wenn man das dann nochmal kurz so erwähnt hat, dann immer alle so, was? Wie bitte? Und dann kam so eine Welle. Aber ihr seid auch einfach sehr, sehr süß. Das ist immer so lustig, wie viele noch was schreiben, ja. Das ist sehr lustig. Vielen Dank, ihr Lieben. Das ist sehr, sehr lieb. Wisst ihr, was ich gerade finde? Ich finde, sie sieht im Gesicht ein bisschen aus wie
Heißt sie Kyla? Heißt sie Kyla Shikes oder so? Heißt sie so? Ich glaube, sie heißt so. Oder? Ja, genau. Kyla Shikes. Ich finde, sie sieht voll so aus, oder? Lustig. Das ist ja witzig. Wer ist das? Ach, Josi. Meine Mama schreibt dir. Mir. Ja, sage ich dir gleich. Ja, warum ich jetzt wieder bei dem Alpha bin, weiß ich nicht. Aber irgendwie... gibt es hier schönere Töne. Ich muss mal ganz kurz ihr Oberteil wegmachen. Ich finde, das ist ein schöner Farbton. Ach, süß. Piep, piep. Lebt doch hinter Mond. Das, stimmt nicht immer, Josi. Das stimmt nicht immer. Das finde ich schön. Das sieht schön aus. Habe ich für die Kids... Ja, habe ich. Dann gibt es jetzt erstmal... Och, perfekt. Oh, toll! Okay. Christy ist korrekt. Dann fände ich es ein bisschen süß, wenn sie auch so einen korrekten Stil hat. Oh, das sieht doch sehr süß aus. Guck mal, was für eine süße Maus. King Jürgen, hallo. Ja, Josi. Ja. Rot steht ihr und ihrem Hauttyp auch super. Ich finde auch, also die Haarfarbe passt sehr gut zu ihr, oder? Also es ist sehr harmonisch, möchte ich meinen. Vielleicht so. Och Mann, süße Maus. Guck mal mit den Crocs. Hör mal, das ist jetzt auch einfach ihr Stil. Die ist sehr pragmatisch, die Maus. Oh, was ist denn da jetzt schon wieder auf ihrem Kopf? Oh Mann, süß. Warte mal. Guck mal. Vielleicht mit einer Strumpfie. Ja, genau. Ja, sie hat auch über die Rammstein-Sache aufgeklärt. Boah, das ist auch so eine Sache. Ne? Mir hat auch letztens jemand geschrieben, irgendwie, Alter, muss ich mich immer sehr zusammenreißen, nicht komplett die Moralapostel zu sein. Aber dann hat mir irgendwie so jemand geschrieben, dass ich sie dazu motiviert habe, halt neue Sachen auszuprobieren, beziehungsweise über seine eigenen Grenzen zu überschreiten, also ne, so halt Sachen aus der Komfortzone rauszugehen. So. Dann hat sie halt geschrieben, dass sie sich halt vor langem nicht auf Konzerte getraut hat und dass sie sich jetzt den Traum erfüllt hat, zu einem Rammstein-Konzert zu gehen. Und ich dachte so, okay, wir fokussieren uns jetzt einfach da drauf, auf deinen Erfolg. Sag einfach nix. Also normalerweise, ne, das ist auf jeden Fall was, wo man was sagen sollte. Aber ich dachte einfach so, toll, das hast du gut gemacht. Das hast, also ne, freut mich für dich. Andere Problematik lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Aber Leute, es ist nicht leicht, eine Moralapostel zu sein. Ich sag's euch. Das Leben ist nicht leicht. Warum sind auch so viele Sachen problematisch? Können nicht einfach mal alle nett sein? Jetzt hat's bei mir auch den gemacht. Genau, das ist Kyla Shikes. Gute Idee, falsch umgesetzt. Ja, also... Ja. Ja. Ne? So, ja, kannst du so tragen, hör mal. Bin ich okay. Vielleicht noch ein anderes Schüchchen. Hm, nee, die hier. So. Ein Mädchen meiner Stufe trägt immer ein Rammstein-Shirt. Ich würde immer so gern was sagen. Ja! Genau das ist das. Genau das. Es ist so...
So ist das. Schwierig. Ich muss mich so oft zwingen, einfach mal die Klappe zu halten. Das ist gar nicht so einfach, wenn man oft einfach raushaut, was man denkt. Ja, also ne, ich bin auch der Meinung, dass es oft auch wichtig ist, was zu sagen. Ne? Also gerade auch bei solchen Themen ist es natürlich auch wichtig, weil viele das ja auch einfach vielleicht gar nicht mitbekommen haben, auch wenn ich mich frage, wie man sowas nicht mitbekommen haben kann. Aber ne, es ist ja nun mal einfach auch so, dass viele Menschen Dinge ja auch einfach nicht mitbekommen. Und dann sehe ich es schon so, dass es natürlich auch wichtig ist, was zu sagen und nicht einfach davon auszugehen, ne, dass, ja, keine Ahnung. Aber man will ja nicht immer nur die Person sein, die die Keule schwingt, ne? Ich würde mir in manchen Situationen einfach mal wünschen, dass ich nicht mehr traue, etwas zu sagen, bin dafür zu schüchtern. In den meisten Fällen bin ich das auch. Also zumindest bei Fremden. Aber ja. Enya! Dankeschön für deinen Prime-Sub. Herzlich willkommen im Universum. Halt dich gut fest, schneide dich an und dann geht's ab ins Universum. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir für deinen Prime-Sub. Vielleicht sowas. Das finde ich süß zum Schlafen. Ich unterstütze die jetzt auch nicht, aber die Lieder von früher mag ich trotzdem. Naja, das ist ja genau das gleiche wie bei mir mit Harry Potter. Ich mag Harry Potter an sich ja auch. Aber ich würde halt jetzt zum Beispiel, wenn ein neuer Harry Potter-Film rauskommt, nicht mehr das im Kino angucken, weil ich halt nichts, was mit J.K. Rowling zu tun hat, mehr unterstützen möchte. Und das ist ja genau das gleiche. Also nur weil du die alte Musik magst, heißt das ja nicht, dass du die Person aktiv unterstützt. Ich finde, die Keule steht ja ausgezeichnet. Nee, ich schwinge die ja auch wirklich oft und gerne. Wie cool ist denn dieses Kleid, bitte? Das habe ich noch nie angeguckt. Das ist ja cool. Ne, also ich bin sehr gerne diese Person. Weil halt, wenn mir gerade jemand was Schönes berichten möchte, dann muss ich mich so zusammenreißen. Weil die Intention war ja gut. Aber das, ja. Das ist wie, wenn mir jemand schreibt, ja, ich habe mir jetzt eine Babykatze geholt und ich gebe ihr Lucky Lou zu essen. Ist super toll, dass du der gutes Futter gibst. Aber hol dir bitte noch eine zweite Katze. Das ist so schwierig. Es ist wirklich, es liegt mir dann immer hier vorne auf der Zunge und ich muss immer so, Was mögen und unterstützen ist ja was komplett anderes. Voll, ja. Dafür bin ich dann auch bei vielen eine links versiffte Grüne, ja. Klassiker. Ne? Aber fragt man sich dann auch, ob die denken, dass es halt eine Beleidigung ist. Ach so, wir sind bei Schwimmkleidung. Ach, das finde ich so süß, ne? Die neuen Swatches. Finde ich ganz toll. Neulich einen guten Spruch gehört, mit dummen Menschen diskutieren ist wie mit einer Taube Schach zu spielen. Egal wie gut du spielst, die Taube wird alle Figuren umwerfen, auf dem Brett, auf das Brett kacken, herumstolzieren, als hätte sie gewonnen. Ach Mann, ey. Was ist denn mit Rammstein? Es gab schwere Vorwürfe gegen den Frontsänger. Wegen sexuellen Übergriffen und dass Frauen unter Drogen gesetzt werden, teilweise auch minderjährig und so weiter und so fort. Ganz schlimm. Und das wurde alles ganz furchtbar unter den Teppich gekehrt. Obwohl die Texte und alles einfach darauf hinweisen, dass es halt, also, ich möchte da eigentlich auch gar nicht drüber reden, weil es einfach ganz so eklig ist. Ganz, ganz eklig. Und es waren halt so viele Frauen und natürlich lügen alle Frauen. Weil die wollen natürlich alle nur Aufmerksamkeit. Ist ja ganz klar. Weil die ja auch so viel davon haben, ne? Dass sie dann irgendwie
Morddrohungen oder so von Fans bekommen. Nur weil die Fans es nicht einsehen können. Naja. Aber Kinder haben immer noch zu wenig Schwimmkleidung, finde ich voll. Absolut, ja. Das stimmt. Freue mich immer, wenn jemand auf was hinweist. Kommt halt drauf an, wie... Ja, ne, also ich versuche das auch immer dann so abzuwägen. Wie gesagt, ne, da bei dem, als die Person mir das geschrieben hat mit dem Rammstein-Konzert, habe ich dann auch nichts gesagt. Weil sie hat sich darüber gefreut, dass sie sich das getraut hat, ne, und das zu machen. Habe ich auch gesagt, boah, voll cool. Da habe ich dann auch nichts gesagt. Weil es halt einfach da gerade nicht gepasst hat. Jessie, mach's gut. Schön, dass du da warst. Und Saste, Hallöchen. Willkommen zurück. Ja, ich weiß, habe ich auch gelesen, die Kommentare. Ach, Mann, ey. Lina, danke für 5 Monate. Genau so haben die auch argumentiert, ja, true. Ach, ich lieb das. Oh, was ist denn jetzt los? Achso, war nur ganz kurz. Ein ganz kurzer Ausrutscher. Irgendwie werden hier heute, also Christy hat sehr süße Outfits vorgeneriert, finde ich. Also sehr, also das habe ich meinem Kind noch nie angezogen. Hab gerade den Part vom Stream nachgeschaut und oh Mensch, wie süß, wie aufgeregt du warst. Aber ist ja klar, freue mich sehr für euch. Danke, Luise. Ich musste das dann natürlich einmal ganz kurz ausspucken. Das kann ich ja mal wieder nicht für mich behalten. Bei der Rammstein-Debatte denke ich mir auch nur die ganze Zeit, irgendwas muss ja dran sein, wenn so viele unabhängig voneinander die Aussagen tätigen, dass etwas vorgefallen ist. Es ist halt wieder, also man muss da leider die Feministenkeule schwingen, beziehungsweise die Sexistenkeule. Ich glaube, wenn so viele Männer das über eine Frau gesagt hätten, dann wäre der Fall ganz klar. Ist einfach so. Aber da so ein krasses Machtgefälle ist und so, ist das halt einfach unter den Teppich gekehrt worden. Aber naja. Bei mir im Garten haben Tauben genistet und der Wind hat das Nest vor ein paar Tagen samt Mama und Eier rausgeschleudert. Das macht mich so traurig. Oh nee. Oh Mann, das tut mir leid. Ja, bei uns haben im Urlaub, also wir hatten so unser Hotel, also unser Zimmer war ganz oben und das war dann halt so der Dachgiebel quasi und da war oben auch ein Vogelnest und einmal hat es auch ganz doll gestürmt und habe ich auch gehofft, dass es nicht runterfliegt. Oh Mann, ey. Das tut mir leid. Ich habe gerade erfahren, dass mein Disney-Lorcana-Paket bei der Post gelandet ist. Freue mich, dir am Freitag abzuholen. Mega cool. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Und Hanni, google das am besten einfach mal. Da findest du direkt ganz, ganz viele Informationen, was mit J.K. Rowling ist. Das habe ich schon so oft erzählt und ich möchte eigentlich gar nicht mehr über diese Frau sprechen, weil das so fernab von all dem ist, was ich hier vertreten möchte. Ich finde das schon ein bisschen cool, dass Jamie bunte Haare hat. Ich meine, früher war Barbie ja vielleicht so ein bisschen eher so traditionell, dass sie halt wollte, dass halt alles so, ne? Dass ihre Kinder so color-coordinated und so. Und jetzt könnte sie auch so sagen, ne? So dieses typische, ja, die Nachzöglinge, die dürfen alles machen, was sie wollen. Ja, Nina, das musst du selber für dich entscheiden, ne? Ich persönlich kann sowas halt einfach nicht trennen. Also, ne, Lukas hat auch schon mal zu mir gesagt, dass, ne, mit Harry Potter und so, dass man das dann ja auch trennen kann. Aber ich kann es einfach nicht trennen. Ist für mich einfach so. Genauso habe ich die Tage auch drüber nachgedacht. Da hatte jemand unter TikTok geschrieben, ja, was soll ich machen, wenn mein Freund rechts ist oder mein Freund die AfD gewählt hat? Dann denke ich mir so,
das würde für mich einfach nicht gehen. Das würde für mich einfach nicht gehen. Also alle sagen ja auch immer, ja, ne, Religion und Politik trennt man in Freundschaft und Beziehung. Nein. Also ich könnte das null. Wenn meine Freunde oder mein Freund so krass entgegen meiner Werte leben, kann ich das nicht. Ich kann das null. Wirklich. Also das würde für mich überhaupt gar nicht gehen. Und ja. Ja. Same. Also ich finde, wenn die, also das sind ja die grundlegenden Werte so. Also das wirklich wie so der Grundbaustein, wie man lebt und existiert und sein Weltbild hat. Und wenn das halt so entgegengesetzt ist, finde ich, geht nicht. Also wenn jetzt eine Freundin zu mir sagen würde, sie hat die AfD gewählt, weiß ich nicht, ob ich noch mit ihr befreundet sein könnte. Bin ich ganz ehrlich. Ist einfach so. Weil das so weit entfernt von dem ist, wie ich mit Menschen umgehen möchte. Und natürlich, dann kommen die Leute und sagen, das ist Diskriminierung. Nein. Das, also, ich kann selber entscheiden, mit wem ich befreundet bin. Also ich finde so, also ich weiß nicht, irgendwie ist mir das auch erst seit Lukas so bewusst geworden, wie wichtig mir das eigentlich ist, dass mein Partner die grundlegenden Werte so gleich hat. Also, ne, dass das halt einfach passt. Ja, krass, ne? Hab letztens ein Date abgesagt, weil sich rausgestellt hat, dass der Typ AfD wählt. Ich möchte zukünftige Kinder weltoffen erziehen. Dafür müssen beide Eltern an einem Strang ziehen. Ja, genau. Wie wichtig das auch ist, ne? Also, das ist ja irgendwie auch schon so, also da muss man sich auch nicht wundern, wenn man dann irgendwie aneinander gerät oder so, weil, ja, keine Ahnung. Haben wir uns wieder ein tolles Thema hier rausgesucht, ne? Mia, hallöchen, herzlich willkommen hier. Ja, Anna, das tut mir leid. Aber ich kann's nachvollziehen. Also ich finde das irgendwie schwierig, also dass so viele sagen, ja, das trennt man in Freundschaft und Beziehung. Ich wüsste nicht wie. Also wenn jemand halt wirklich so eine komplett gegenteilige, also es ist ja nicht wie zum Beispiel mit dem Fleischkonsum. Mir ist das wurscht, ob jemand Fleisch isst oder nicht, auch wenn ich das scheiße finde, dass die Leute dann dafür Tiere töten, so, ne? Aber keine Ahnung, für mich hat es einfach auch, also wenn jemand so, also ja, Mann, nee, es ist einfach alles scheiße. Eine Freundin von mir hatte eine Diskussion mit ihrer Mitbewohnerin, die sehr rechts ist. Sie meinte auch zu mir, dass sie da ausziehen muss, was ich auch voll nachvollziehen kann. Ja, ist halt hart. Sehr hart. Würdest du dich von deinem Partner auch trennen, wenn ihr bereits lange zusammen seid? Ich könnte mir das gar nicht vorstellen, auch wenn der Gedanke für mich furchtbar wäre. Ja. Also wenn das langfristig sich so rauskristallisiert, dass diese Person so grundlegend andere Werte hat als ich selber, auf jeden Fall. Aber an dem Punkt bin ich jetzt auch erst. Also es war nicht immer so. Wie gesagt, das merke ich halt jetzt erst durch Lukas, wie wichtig mir das eigentlich ist. Und wie viel einfacher es ist, wenn ein Mensch die gleichen Werte wie du vertrittst, dass ich mich mit ihm über die Wahl auf Augenhöhe unterhalten kann. Das ist einfach mega schön. Ja, ist mir einfach sehr wichtig. Aber jeder hat ja auch andere Prioritäten und so, deswegen. Ja. Verstehe aber auch immer noch nicht, warum 32% nicht wählen gegangen sind, aber Religion und Politik ist auch mal was anderes, weil Politik ja eher die Werte unterscheidet als jetzt bei Religion.
Ja, auf jeden Fall. Aber tatsächlich, ich habe auch gesagt, boah, ne, warum waren so viele nicht wählen? Aber Lukas hat mir dann erzählt, dass es noch nie, glaube ich sogar, oder auf jeden Fall seit sehr langer Zeit nicht mehr so eine hohe Wahlbeteiligung gegeben hat wie dieses Mal. Und das ist ja schon wieder ein toller Fortschritt. Andererseits ist es halt trotzdem sehr, sehr schade, dass so viele Leute ihre Stimme nicht nutzen. Ja. Ja, genau. Ich könnte doch gar nicht so lange mit jemandem zusammen sein, der so eine krass andere Einstellung hat. Ja, sei denn, man wächst zusammen auf. Ne? Das ist natürlich auch häufig der Fall. Enya, Hallöchen auch im Chat. Ja, wir suchen uns aber auch immer so wilde Themen raus. Ne? Lukas sagt immer, ja, nicht über Politik und Religion stehen. Ich habe es ja sogar in meinen Regeln stehen. Aber eigentlich geht es ja auch gerade mehr um Werte. Ne? Wie findet ihr, dass das Jamie blaue Haare hat? Ich war Wahlhelfer am Sonntag und am Montag und ich kann sagen, es war so viel los, war fix und fertig danach. Ja, und das ist ja auch schon cool. Ne? Das ist ja schon eine coole Entwicklung. Am Sonntag habe ich mit meinem Freund noch bis 1 Uhr nachts über die Wahlergebnisse gequatscht, weil uns das beide so fertig gemacht hat. Vor allem hat es mich so erschrocken, dass so viele Menschen, junge Menschen die AfD gewählt haben. Ja, also da möchte ich wirklich jetzt gar nicht drüber reden, weil da könnte ich mich auch wirklich in Rage reden. Aber ja, ich finde es auch schön, dass du da jemanden an deiner Seite hast, mit dem du darüber sprechen kannst. Brat den Chat das erste Mal geöffnet, die Regel gerade gesehen, musste lachen, ja. Ach Mann, ey. Ja, tut mir auch leid, wir rutschen immer so ab, ne? Mein Freund ist nicht wählen gegangen, weil der Wahlomat AfD ausgespuckt hat und er nichts Falsches wählen wollte. Das war tatsächlich bei ganz vielen so. Und wisst ihr, was da, warum das so ist? Das hat mir nämlich jemand erzählt, ich weiß gerade nicht mehr wo. Auf jeden Fall, liegt es daran, wenn man oft neutral gedrückt hat oder irgendwie übersprungen hat oder so. Man konnte das ja irgendwie, ne, man konnte das ja so überspringen oder keine Ahnung. Und das war bei ganz vielen so. Und dann kam AfD als Wahlergebnis beim Wahlomat raus. Ich war so stolz, weil bei mir war die AfD ganz unten, am letzten Platz. Das fand ich so toll. Haben wir so gedacht, ja. Bei mir war tatsächlich auf Platz 1, ich habe die nicht gewählt, aber auf Platz 1 war diese... Könnt ihr euch wahrscheinlich auch denken, diese Partei für Vegetarier und Veganer, dieses V3 oder so. Fand ich irgendwie lustig, weil das mich einfach so gut beschreibt. Ja, Wiebke, same, hab mich mega gefreut. Ja, voll lustig, ne? Ach Mann, ey. Ja, naja, aber wie gesagt, so, ich glaube, dann lassen wir die Haare auch immer so. Hat ein bisschen was von Louis, ne? Ich glaube, der hatte die gleiche Frisur. Ach ja, naja. Aber ich finde es halt schön, dass ich wenigstens so viele Menschen um mich herum versammelt habe, die halt so ähnliche Wertevorstellungen und das Weltbild haben wie ich. Also, weil, wenn man dieses Thema jetzt in einem anderen Chat angeschnitten hätte, dann wäre der Busch jetzt am Brennen. Aber ich glaube, wir haben uns hier schon einen ganz schönen Ort aufgebaut. Auch da nochmal, ne? Um an das anzuknüpfen, was wir vorhin hatten. Finde ich sehr schön. Ja, ich finde den Wahlomat auch ein bisschen schwierig. Vor allem fand ich viele Sachen auch sehr... Also ich wusste bei manchen Sachen überhaupt gar nicht, was gemeint ist. Also... Der Wahlomat soll ja vor allem, glaube ich, auch einfach Menschen helfen, die sich nicht so viel, also die sich nicht so in der Materie befinden, sag ich mal, und nicht so viel Ahnung haben, was da alles so international auch vor sich geht und so. Und ich finde, dass, also entweder hätten die das anders formulieren müssen oder halt mehr erläutern müssen, keine Ahnung. Also ich fand, manche Sachen wusste ich auch manchmal gar nicht, was damit jetzt richtig gemeint ist oder was da die positive Formulierung ist und
war, also ich fand es auch sehr schwer. Ich habe auch eine kleine Partei gewählt, ja. Bei der Europawahl ist das ja egal. Also ist es ja auch gut. Ja, genau, Franzi, ich musste mir auch mehrere Sachen. Also Lukas und ich haben das zusammen gemacht und wir mussten haben dann die ganze Zeit immer so, ja, das ist es. So, mussten wir dann immer drüber sprechen nochmal. So, was hat er denn nochmal? Kind des Meeres. Ach, wie passend. Guck mal, er hat Kind des Meeres und hat blaue Haare. Das finde ich toll. Das finde ich schön. Mir hat der Wahlomat geholfen. Man muss danach halt weiterlesen. Hab nicht die gewählt, die bei mir an erster Stelle war. Genau, so habe ich es auch gemacht. Ich habe dann die Gewichtung auch gemacht, ne? Was mir sehr wichtig ist. Das konnte man ja auch machen. Und dann habe ich, ich glaube, ich habe das genommen, was an zweiter Stelle stand, weil habe ich auch schon mal gewählt. Ja. Das hier ist übrigens mein Lieblings-T-Shirt. Ich liebe das. Ich finde, der sieht ein bisschen aus wie so ein Kaubonbon. Hab mich gefragt, was das Wolf-Thema da zu suchen hat. Ja, es ist schon komisch manchmal gewesen, ne? Was da so... Also was das so für eine... Also dann geht es einerseits um Menschenrechte und dann auf einmal so um den Wolf. Aber, ne, ich... Also... Tierschutz ist natürlich auch sehr wichtig, das wollte ich damit jetzt nicht sagen, aber irgendwie fand ich das auch voll random. Aber ich finde es halt voll krass, dass das international besprochen wird. Wir sind das in der Berufsschule durchgegangen und unser Lehrer hat jeden Punkt erklärt, damit jeder wusste, was gemeint ist. Mega! Super cool. Finde ich super schön. Finde ich sehr, sehr cool. Wölfe ist auf Brandenburg gemünzt. Wolf ist in ganz Europa ein Thema, das viele Menschen beschäftigt. Ja, krass. Guck, und das ist sowas, man denkt immer so nur an seine eigenen Problemchen und so und irgendwie hat man das oft gar nicht so auf dem Schirm, ne? Ich habe auch zu Lukas gesagt, dass ich das voll schwierig finde mit den Wölfen, weil natürlich, ne, ich finde das total, also ich liebe Tiere, so ich möchte, dass die, dass der Bestand halt sich wieder erholen kann, weil der ja auch mal hier heimisch war und so weiter. Andererseits werden dann halt, also leiden dann halt die Landwirte darunter, weil das, die Tiere gerissen werden und es ist halt einfach schwierig, aber es ist halt dann auch irgendwo der Kreislauf des Lebens und war halt schon immer so und das ist dann natürlich, ganz im Gegensatz zur Massentierhaltung. Ja, naja, schwierig. Alles schwierige Themen. Ganz schwierig. Da es dieses Jahr meine erste Wahl war, habe ich einfach meine Mutter gefragt und dann die Wahlprogramme gelesen. Das hat mir sehr geholfen, die richtige Partei zu finden. Schön. Das finde ich auch schön. Man muss halt eine Lösung finden, mit der alle zufrieden sind. Ja, und das ist halt... super schwer, ne? Generell bei jeglichen Themen. Wölfe schaffen es halt in Einzelfällen auch die geförderte Schutzvorrichtung zu überspringen. Das sind 3 Meter Zäune. Crazy. Ich habe mir auch so vorgestellt, wenn wir jetzt so wandern waren, dass da auf einmal so ein Wolf steht. War zum Glück nicht so. Wir haben nur Murmeltiere gesehen. Aber ich glaube, da wird es einem dann ganz anders. Ich liebe diese Schuhe. Toll. Ich finde, das Thema Wolf kann man doch nicht pauschalisieren. Wenn sie viele Tiere reißen, just for fun, dann ja okay. Aber wenn die einfach nur da sind, kann ich doch nicht sagen, ja, abschießen, okay, ja. Also deswegen, ne, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich da angekreuzt habe, weil ich das auch unglaublich schwer fand, da zu sagen, ja oder nein. Weil, ja, ist halt einfach schwierig. Papa wohnt in Brandenburg, da gibt es schon ab und zu Begegnungen mit Wölfen. Krass.
Crazy. Und dann, Wildschweine sind deutlich gefährlicher. Ja, vor Wildschweinen habe ich auch Angst. Also früher, wenn Brutzeit war, bin ich nicht an den Maisfeldern lang gegangen. Hatte ich immer voll Schiss. Also, ich habe immer noch voll Schiss vor Wildschwein. Nadine, Hallöchen. Ich wohne halt in dem Teil NRW, wo die sind und zudem noch auf einem Bauernhof. An sich haben wir schon öfter gesehen und Bekanntschaft gemacht, auch morgens immer auf den Wiesen. Krass. Also schon cool. Nur halt nicht, wenn du so direkt vor dem stehst, glaube ich. Das glaube ich nicht mehr so cool. Ja, komm, du kriegst das. Du musst da jetzt durch. Durch die ganzen Märchen hat der Wolf einen super schlechten Ruf, was super schade ist. Der heißt bei Haien ja genauso. Also, Hollywood hat da einfach sehr zu beigetragen, dass dass Tiere einen super schlechten Ruf haben. Aber andererseits waren sie halt zuerst hier. Vor uns. Nicht wahr? Wildschweine mit Jungen sind ja wirklich Horror. Ja, wirklich. Also das ist das Schlimmste, was mir... Also das... Nee. Da hatte ich schon immer so Schiss vor. Ich weiß noch ganz genau, ich war mal auf einem Geburtstag und da wollten die nachts... Haben wir eine Nachtwanderung gemacht und dann wollten die durch die Maisfelder laufen. Und ich so, nein! Ohne mich. Ich will heute keinem Wildschwein begegnen. Delicate people. Merkt ihr, dass er keine Wahl hat? Er kriegt jetzt alles in Blau. Dabei finde ich Wölfe, wenn ich jetzt nicht direkt vor ihnen stehe, voll faszinierend. Ich glaube, das ist bei allen Tieren so, ne? Also ich finde alle Tiere toll und ich würde alle Tiere gerne mal ansehen, aber halt nicht so direkt vor ihnen. Das fände ich, glaube ich, nicht so toll. War mal im Wald mit den Hunden unterwegs, beide von der Leine. Da kam Mama Wildschwein mit ihren Frischlingen 5 Meter vor unserer Nase über den Weg gerannt. War ich froh, dass meine Hunde vernünftige Tiere sind und da nicht hinterhergerannt sind. Die wollte auch den Weg nicht weiterlaufen, hatten so Schiss. Ja, wirklich zum Glück, ne? Das hätte auch ganz böse enden können. Ach du heiliger Strohsack. Gehen früher nicht in den Wald, weil ich Angst vor Wildschweinen mit Jungen habe. Ja, same. Bist du schon mal einem begegnet? Nee, zum Glück noch nicht. Aber meine Tante. Also ich komme halt auch aus so einer Gegend, wo die halt überall sind. Aber ich habe zum Glück noch nie welche gesehen. Aber das wurde uns auch immer so eingetrichtert. Weg von der Wildschweine. Anna, hallo. Und Eileen, hallöchen. Und Pamina, hallöchen. Ja, nee, nicht mehr lang. Wir sind in den letzten Zügen. Wir stylen hier gerade wieder unsere Kids um. Und reden über Wildschweine. Mir ist meine Wildsau auf der Landstraße entgegengekommen. Und ich hatte sogar im Auto Schiss. Die war einfach so riesig. Ja, also ich glaube, man unterschätzt das krass, ne? Ich habe doch schon mal ein Wildschwein gesehen. Hier im Tierpark. Olderdissen. Da gibt's auch Wildschweine. Und bevor ihr mich jetzt ankreidet, das ist ein kostenloser Tierpark. Da kann man durchspazieren, okay? Ich habe kein Geld dafür bezahlt, dass Tiere eingesperrt werden, okay? Blackhead, hallo! Welcome back. Wie war Reis mit Scheiß? Hab mal einen Fischotter gesehen. Das war die coolste Tierbegegnung ever. Der ist auf dem Rücken auf dem Fluss getrieben. Och nee, hör mir auf. Mega cool. Also ich glaube, bei mir waren es jetzt tatsächlich die Murmeltiere. Einfach weil das so was... Mir gefällt die Jacke nicht. Weil das so was anderes war als... Halt
bei uns ist so. Ich freue mich auch, wenn ich ein Reh sehe. Finde ich also so geil. Freue ich mich jedes Mal. Aber diese Murmeltiere, das war einfach nur toll. Aber Otter sind schon sehr geil. Also das ist schon Flex, finde ich. Letztens ein TikTok gesehen, wo ein Mädel auf einem Elefanten geklettert ist und die Kommentare waren hochauf begeistert, nämlich nur gefragt, was der Elefant durchmachen musste, damit er das zulässt. Ich bin so froh, dass du das siehst, weil das denke ich mir auch jedes Mal. Da denke ich mir auch jedes Mal so, Leute, wie könnt ihr das denn jetzt feiern? Und auch ne, für Leute, die demnächst irgendwie mal nach Thailand oder so fliegen, wo man halt so in so angebliche Animal Sanctuaries gehen kann. Die meisten von diesen Sanctuaries sind eigentlich keine Sanctuaries. Also egal, wo ihr Elefanten waschen könnt oder die füttern könnt oder was auch immer, das ist alles Tourismus. Solltet ihr nicht tun. Ah ja, das denke ich mir auch immer. Ich war mit meinen Eltern mal auf einer Kreuzfahrt vor, keine Ahnung, 7 Jahren oder so. Und da waren wir in Sizilien, glaube ich. Also auf Sizilien oder Sardinien, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war, ich glaube, ich habe die Geschichte auch schon mal erzählt, weil mich das so aufgeregt hat, saß da halt auf dieser Meile, wo halt ne, die ganzen Touris sind, ein Mann mit einer Katze und um die Katze herum waren ganz viele Mäuse und die saßen auf der drauf und so. Und dann habe ich mich einfach nur gefragt, wie wurde diese Katze darauf konditioniert, dass sie jetzt nicht, also dass ihr Jagdtrieb nicht in Kraft gesetzt wird. Also das kann nicht mit positiver Konditionierung passiert sein. Also es kann mir keiner erzählen. Und ja, fand ich auch ganz schlimm. Und alle standen davor, oh wow. Und ich dachte mir, nein. Sweet Kartoffli, hallöchen, schön, dass du da bist. Wieso erinnert sie mich an, erinnert mich Jamie an Louis wegen der Frisur? Er hatte die, also obwohl, ich glaube, ah doch, ja, war die gleiche Frisur. Lecky war es, sehr gut. Das freut mich. Musst du da auch mal dreimal hinsehen, ja, das glaube ich dir. Ich finde es auch so krass, ich habe jetzt schon ein paar Mal gelesen oder gesehen, dass Leute einen Dachs gesehen haben hier. Finde ich so krass. Wir haben doch Otter gesehen beim Mod-Ausflug. Ja, aber die waren ja nicht in freier Wildbahn. Oh ja, ein Waschbär habe ich auch letztes Jahr gesehen. Das finde ich auch krass, wie die sich hier ausbreiten. Aber das ist ja auch wieder schwierig, weil der ist ja eigentlich auch invasiv. Es ist also einfach alles belastend. Kurz nachher stehen die ja mega gut. Ich habe auch gerade überlegt, dass wir das vielleicht sogar so lassen, ne? Julina, hallöchen. Schön, dass du da bist. Mexiko gab es auch ein Hotel. Im Hotel ein Mann, der mit einem Papagei an der Kette Fotos mit Gästen gemacht hätte heulen können. Dass das dann immer als was Tolles angeboten wird, ne? Also, wir leben doch jetzt in 2024. Mein Papa hat auch ein Bild mit irgendeinem kleinen Raubtier, ich weiß nicht mehr, was es war, irgendeine Raubkatze. Aber das war halt 1980 oder sowas. Aber jetzt leben wir doch in 24 und wir wissen, dass die Tiere leiden, dass das nicht toll ist. Und, nee. Also das ist für mich auch mal direkt Red Flag. Zum Beispiel, wir waren bei so einer Zaubershow im, wie heißt das nochmal? In Bad Oeynhausen. Leute, wie heißt es? Sagt es mir, wie es heißt. Kommt. Jemand von euch weiß das. Dieses Theater da. Komm. Irgendwer muss mir das jetzt sagen. Nele, danke für 7 Monate. Vielen, vielen Dank. Leute, enttäuscht mich nicht.
GOP. Dankeschön. Genau, das meinte ich. Im GOP-Theater waren wir bei so einer Zaubershow und die Show war mega cool. Das war voll spannend und ne, ich war noch nie bei einer Zaubershow, war super cool. Und dann holen die auf einmal da so Vögel raus und ich denke mir so, warum? Die Show hat das überhaupt nicht gebraucht. Holen die auf einmal so Vögel aus ihren Taschen raus und dann haben die dann noch irgendwie so ein Kakadu und irgendwie einen Papagei und dann haben die auch gesagt, ja, die sind seit 20 Jahren mit uns auf Tour und dann denke ich mir so, ja, aber dann schickt sie doch einfach in Rente. Eure Show ist so toll. Wofür braucht ihr jetzt die Tiere? Also, verstehe ich nicht. Wir waren ja auch bei Flickflack. Das war so ein cooler Zirkus. Da braucht es überhaupt gar nicht noch irgendwelche Elemente von Tieren. Menschen sind doch auch cool, wenn die da irgendwelche Kunststücke machen und so. Also, verstehe ich nicht, wieso dann immer Tiere missbraucht werden müssen für die Unterhaltung der Menschen. Naja. invasiv, aber auch süß. Ja, das beschreibt Waschbären ganz gut, ne? Was ist denn das GOP? Das ist so ein Theater. GOP-Theater heißt das. Okay. So, Nina, Concentration in the Nation. Wir sind in den letzten Zügen. Wollen wir die... Also wollen wir das so lassen? Ich glaube, ich finde den Skin doch nicht so toll. Ich glaube, wir gehen doch eher über sowas Sanfteres. Gefällt mir, glaube ich, ein bisschen besser. Tiere tun mir immer so leid. Die Shows sind auch ohne cool. Da könnte ich echt ausrasten. Ich finde es halt so schade, weil die stehlen sich ja quasi dann auch selber die Show. Also braucht's doch nicht. Ups. Animals, mach's gut. Ja, wir haben auch schon spät. Ab ins Bettchen. Ich war letztes Jahr im Zirkus. Roncalli war auch ohne Tiere richtig toll. Ja, aber ich, also Roncalli hat ja auch richtig lange gebraucht, bis sie ohne Tiere waren, oder? Oder war das Krone? Ich weiß es nicht mehr. Aber finde ich auch super cool, dass sie, ich glaube, die setzen ja mittlerweile sogar auf so eine Lichtshow oder so, ne? Aber auch Flickflack, also das war wirklich so cool. Ich kann euch das sehr empfehlen, da mal hinzugehen. Vielleicht können wir noch andere Kurzhaarfrisuren ausprobieren. Ja, wir können gleich nochmal gucken. Ich finde den Skin, glaube ich, besser. Was ist das dann da oben? Weiß ich nicht, war vorher aber nie im Zirkus Roncalli und ja, die haben eine total schöne Lichtshow. Ja, ich glaube, dann ist das Zirkus Roncalli gewesen, die quasi von Tieren auf Lichtshow umgestellt haben. Drago, Hallöchen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Mein Bruder bekommt Flickverkarten zu Weihnachten von mir, meiner Mama. Ja, ich habe sie auch zu Weihnachten geschenkt bekommen. Also wirklich super, super cool. Das hätte ich gar nicht so erwartet irgendwie. Oh, das finde ich aber auch sehr süß. Ist zwar nicht ganz kurz, aber finde ich sehr, sehr süß. Oder was sagt ihr? Bei unserem Land gibt es immer nur Zirkus mit Tieren. Da gehe ich nie hin, die armen Tiere. Ich finde es echt krass, dass es das überhaupt noch gibt. Ich hätte, das wäre wirklich... oh mein Gott, heute ist wieder schlimm. Ich hätte gedacht, dass es das wirklich gar nicht mehr gibt. Issi, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Mein Urlaub war sehr, sehr schön. Okay, findet ihr sehr gut. Dann lassen wir die. Flickflack ist immer so oft hier bei mir in Duisburg, aber ich war bisher noch nie. Es lohnt sich wirklich sehr. Also ich habe auch immer so gedacht, ja, habe mir irgendwie auch nicht so richtig was vorstellen können. Aber es war so beeindruckend und so cool. Also mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Och, sie kommt nach ihrem großen Bruder. Süß. Ja, echt cool. Frieda, Hallöchen, herzlich willkommen.
Ich habe Rückenschmerzen. Die alte Frau hat Rückenschmerzen. Oh, ja, ja, alt, alt, alt bin ich. Hab bald schon wieder Geburtstag, Leute. In einem Monat habe ich Geburtstag. Ist das nicht verboten mit den Tieren in Zoos? Keine Ahnung. Also ich dachte auch, das wäre nicht mehr so up to date. Ich weiß es nicht. Das finde ich echt süß, das Kleidchen. Das ist so ein bisschen unkompliziert. Machen wir mal rot. Matti, willkommen zurück. Wenn ich das richtig sehe, hat Zirkuskrone immer noch Tiere. Nicht dein Ernst. Junge, wie kann man so hinterm Mond leben? Was ist Flickflack? Das ist so eine Artistenshow. Das ist super cool. Da wird halt dann so ganz viel so am Trapez und Trampolin und so. Also einfach mega. Also es ist Hammer. Wirklich Hammer, Hammer, Hammer. Hab mich nicht mehr eingekriegt. Könnt ihr euch vorstellen, ne? Die Frau Simpfinde, die da saß. Bei uns hat der Zirkus immer Lamas, Kamele und Pferde. Sowas wie Löwen oder so haben die auch schon nicht mehr. Aber finde auch, dass man keine Tiere braucht, um Menschen zu bespaßen. Ja, also wie gesagt, so Artisten sind doch auch so cool. Und ich habe tatsächlich auch immer gedacht, dass ich Clowns nicht so lustig finde. Aber bei Flickflack war auch so einer, der halt die ganze Zeit Spökes gemacht hat. Kein richtiger Clown, sondern halt einfach jemand, der da Blödsinn gemacht hat. Und das fand ich auch sehr lustig tatsächlich. Bei GOP war auch so ein Clown dabei, den fand ich gruselig. Also weil der sah auch aus wie ein Clown und... Also den, ja, fand ich einfach gruselig. Ich glaube, sie kriegt so einen Giraffenanzug. Marie, Hallöchen! La. Seit wann nutzen wir eigentlich Maxes Frisuren? Ich weiß nicht, bei Kindern bin ich irgendwie so ein bisschen darauf hängen geblieben teilweise. Und bei Männern auch. Ich weiß auch nicht. Julina, da macht das. Danke für deinen Lurk. Wollte früher mal auf diese Ponys auf der Kirmes. Stimmt! Oh mein Gott. Jetzt verstehe ich, warum man das nicht unterstützen sollte. Und jetzt weiß ich auch, warum bei meinem Kleinen, wenn er älter wird, meiner Tochter noch im Bauch versuchen zu vermitteln. Also, stimmt. Diese Pony-Rund-Karussell-Dinger. Ach du heiliger Strussack. Das war ja auch noch was. Ganz schlimm. Also das habe ich wirklich lange nicht mehr gesehen. Da bin ich echt froh, dass das nicht mehr trendy ist. Weil es ist ja immer Angebot und Nachfrage, ne? Aber, also, ich habe tatsächlich auch bis vor noch, keine Ahnung, 2, 3 Jahren auch noch, stand immer vor einem Supermarkt oder so, einen Mann, der mit einem Pony da stand und Geld für einen Zirkus gesammelt hat, habe ich auch mal gesagt. Nein! Auch nicht mit Ponys. Roncalli hat seit 2018 keine Tiere mehr. Die haben sich deswegen auch in Circus Theater umgenannt. Wow. Nee, nee, weh, weh, weh. Spannend, spannend, spannend. Ich habe so extreme Angst vor Clowns und kann über die auch einfach nicht lachen. Ja, also die meisten Sachen finde ich auch einfach nicht lustig. Schöne Spange hast du dir da rausgesucht, hör mal. Hübsch. Auf Kirmes ist es teilweise schon verboten. Also ich habe es auch wirklich lange nicht mehr gesehen. Vor allem müsst ihr euch das ja auch vorstellen, wie laut es da ist und so. Also, wer hat das für eine gute Idee gehalten? Miki, hallo! Zirkus Krone hat noch 100 Tiere und auch exotische. Oder, also nicht, dass es weniger schlimm ist, wenn es jetzt nur Lamas und so sind, aber... Dumm. Dumm, dumm, dumm.
Das war auch das Einzige, was ich an unserem Hotel nicht so toll fand. Also das Hotel Berghang. Die hatten da so ein super trauriges Aquarium. Das war so fast leer und dann waren da so zwei richtig... Also es war schon relativ groß, aber ne, es war so groß oder so. Und dann waren da so richtig zwei traurig dreinblickende Goldfische drin. Da habe ich mir auch noch so gedacht. Also ihr hättet eine 10 von 10 von mir gekriegt. Aber das macht euch zu einer 9,5. Löwen und Tiger sind in der aktuellen Show nicht dein Ernst. Ach du Heiliger. Nee. Und Fabi. Hallöchen, herzlich willkommen. Das ist ja schlimm. Das ist ja wirklich schlimm. Ich würde gerne zu diesen Menschen gehen und fragen, ob sie auch noch denken, dass Nutella gesund ist. Kennt ihr die Nutella-Werbung von damals? Das wird einem einfach als was Gesundes verkauft. Ach, wie süß ist denn dieses T-Shirt? Sweet. Es gibt ja auch noch genug Menschen, die ihre Hunde mit auf die Kirmes schleppen. Ja, da denke ich mir auch immer so die armen Tiere, vor allem wenn es voll ist. Das ist ein süßes Outfit. So. Wer ist Löwin, Hallöchen? Schön, dass du da bist. Wünscht man sich fast, dass mal was passiert und sie deshalb die Tiere endlich in Frieden lassen können. Das Problem ist, wenn dann was passiert, wie zum Beispiel im Sea Life in Amerika mit den Orcas, sind ja immer die bösen Tiere schuld, wenn dann da ein Trainer stirbt oder so. Es sind ja immer die bösen Tiere schuld, wenn die da Killerwale in Gefangenschaft halten. Ja. Alina, welcome back. Und Jan, hallöchen. Hey Siegfried und Roy, also weiß ich gar nicht, was da passiert ist. Also ja, ihr schreibt schon einen Löwenangriff. Aber da bin ich nicht so bewandert. Ich weiß nur, dass es die gibt. Oder gab. Oder ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Fina, hallöchen. Herzlich willkommen. Mit einem Tiger. Ja, krass. Ja, finde ich süß, das Outfit. Machen wir auch noch. Irgendwas Spannendes passiert in der letzten Stunde. Nee. Wir haben wieder einfach uns tolle Themen rausgesucht und haben wenig Sims gespielt. Alles wie immer. Nee, wirklich. Ja, die kriegt sie. Die finde ich süß. We did it! Ja, Eva ist gestorben, aber ich weiß nicht, ob das in der letzten Stunde war. Ich weiß nicht, wann das war. Sonnenblumi, Hallöchen, herzlich willkommen. Das ist wie, wenn ich umstyle, nur dass du dich währenddessen mit uns noch unterhalten hast. Also, ihr braucht also alle auch so lang, das ist gut. Eva ist tot, ja. Sie ist ganz plötzlich verstorben. Sie wurde von einem Tiger angegriffen. Nein, sie ist vor Scham gestorben. Eva war die beste Freundin von Chelsea und die dann mit Tommy zusammengekommen ist. Und die ist dann einfach plötzlich verstorben. Das war sehr traurig. Die hatten doch die weißen Tiger von Hand aufgezogen und dann bei einer Show hat ein Tiger, glaube ich, Roy angegriffen. Angeblich hat er einen Schlaganfall und der Tiger wollte ihn beschützen, man weiß es nicht. I doubt it.
Ja, also. Naja, okay, ihr Lieben. Wir haben uns wieder hier harten Tobak ausgesucht, über den wir gesprochen haben. Aber wie immer war es einfach nur toll. Und ich freue mich da wirklich jedes Mal drüber, dass wir hier so einen schönen Austausch haben. Also, dass das einfach so gut funktioniert. Und dass ihr alle so schöne Ansichten habt. Ich meine, Leute, die das extrem anders sehen, banne ich auch immer alle weg. Aber das ist für mich halt auch keine Meinung. Wenn man sagt, Tiere gehören für mich eingesperrt, ist halt so. Sagen wir jetzt mal, ne? Ach, mein Gott. Naja, es war super, super schön, ihr Lieben. Hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. YouTube-Aufnahme stoppen, das ist eine sehr gute Sache. Tschüss, YouTube.